Ja, moin Leute, ihr alle kennt wahrscheinlich TikTok-Filter. Ich kenne auch TikTok-Filter, ich benutze TikTok-Filter. Und ich habe in diesem Video alle meine Entscheidungen an dem Tag von einem TikTok-Filter entscheiden lassen. Und wie das so gelaufen ist, das seht ihr jetzt. Okay, dann probieren wir jetzt mal den ersten TikTok-Filter aus und entscheiden uns mal für ein freshes Outfit. Ich weiß gar nicht, irgendwie ist momentan immer automatisch immer irgendwelche Filter ausgewählt, warum auch immer. Random Outfit aussuchen. Okay, ich mache mal kurz einen Screenshot. Okay, ich probiere mal zur Sicherheit noch ein zweites. Was habe ich denn jetzt gemacht? Irgendwas. Achso, Blitz habe ich angeklickt. Was ist denn? Ist alles ein bisschen frischlich, nicht? Okay, es wird irgendwie nicht so richtig besser, Leute. Ja, also es wird wohl bei dem ersten Outfit hängen bleiben. Es ist alles sehr sommerlich. Okay. So, jetzt habe ich hier meine Haare schon einmal gekämmt, weil ich gestern in den Regen gekommen bin und dementsprechend ein bisschen, ja, verfitzte Haare hatte und jetzt sehe ich aus wie ein Pudel. Und jetzt soll natürlich dieser TikTok-Filter entscheiden, was heute meine Frisur wird. Dann schauen wir mal. Okay, na gut. Ich glaube, das kriege ich hin. Hoffe ich. Muss ich mir einen Pony schneiden? Das ist eine sehr nervige Frisur. Irgendwie, weil meine Haare heute so pieksig sind und deshalb so in den Nacken pieksen. Ich weiß nicht, ob ihr versteht, was ich meine, aber die pieksen jetzt so in den Nacken. Und ich finde, von hinten sieht es auch irgendwie gar nicht nice aus, was ich hier fabriziert habe. Ich hätte voll gerne irgendwie vorher mit dem Lockenstab was reingemacht, damit das alles ein bisschen ordentlicher aussieht. Aber ich habe gar keine Heat-Tools mehr da, weil ich die alle schon eingepackt habe, weil wir ja umziehen. Deshalb muss ich jetzt mal überlegen, wie ich das eventuell noch anders gestalten kann, damit es zumindest ein bisschen bequemer ist, damit ich es auch den Tag übertragen kann. Ich weiß, das ist nicht das, was es sein müsste, aber ich finde es ein bisschen bequemer so, weil es mir nicht so heftig im Nacken sticht. Deshalb lasse ich das jetzt so. Und jetzt schauen wir mal, welches Make-up der Filter so empfiehlt. Davon habe ich nämlich noch so gut wie alles da. Im Gegensatz zu den Outfits. Das zeige ich euch dann gleich, was ich mir da jetzt überlegt habe. Weil ich natürlich schon einiges weggepackt habe für den Umzug und dementsprechend ist meine Auswahl etwas sehr begrenzt. Und ja, aber Make-up habe ich noch alles draußen, deshalb schauen wir mal. Okay, ich habe jetzt hier so einen Filter gefunden, der im Prinzip eigentlich so ein Ranking-Filter ist. Aber ich werde dann einfach den Make-up-Look aussuchen, der hier dann quasi stoppt. Alter, ach, das habe ich noch nie gemacht. Okay, ich habe mir mal ein Screenshot gemacht. Ich versuche das irgendwie, aber ich habe es noch nie gemacht. Also irgendwie, das fiel mir sehr schwer, weil ich das noch nie ausprobiert habe. Und es ist ja meistens, dass man hier unten diese Eyebags da, dass man die so ein bisschen betont. Und das hat irgendwie bei mir gar nicht so richtig funktioniert. Aber ich finde den Eyeliner, der ist ganz okay geworden. Und ansonsten ist ja viel sehr so Glitzer-Make-up. Ein bisschen Gloss auf die Lippe habe ich auch gemacht. Also theoretisch habe ich es gemacht. Aber also ich weiß nicht, ob das... Also erstens müsste ich das wahrscheinlich noch ein bisschen mehr üben, damit ich das auch ordentlich hinbekomme. Und ich habe auch das Gefühl, viele Sachen, die zum Beispiel auf dem Bild waren oder auf anderen Bildern waren, da müsste ich echt noch das ein bisschen mehr abwandeln, dass das zu meiner Augenform irgendwie passt. Ja, aber ich bin ansonsten jetzt ganz zufrieden und dann werde ich jetzt irgendwas mampfen. Ich darf jetzt Pancakes essen, weil der TikTok-Filter gesagt hat, dass ich jetzt Pancakes essen darf. So, aber Fingerfood stand ja noch drauf und ich habe hier so... ist das... hängt hier so, so der Rest dran. So Würstchen-Dingsies, dann Gurke, bisschen Möhren, da so Mini-Cakes, Litchi, Tomate. Und das werde ich heute mit meiner Nachbarin essen, denn heute, wo ich das aufnehme, ist GNTM Staffelstart. Und das werde ich mir wieder angucken dieses Jahr. Und dann habe ich noch ein paar Früchte geholt. Also Fingerfood habe ich auf jeden Fall erledigt. Hier wollte ich noch eben kurz rausfinden, welches Spiel ich als nächstes spielen soll, aber wie ihr seht, ist da die Antwort ziemlich eindeutig
Und eigentlich stand das ja auch überhaupt nicht zur Debatte, also habe ich dann natürlich ein bisschen Roblox gespielt. Ich wollte dann noch was bei DM einkaufen gehen und hatte irgendwie gedacht, dass dieser Filter mir mehr Aufschluss darüber geben könnte, was ich kaufe oder wie ich dort einkaufen kann. Aber so richtig geholfen hat mir das YOLO-Einkaufstyp dann auch nicht. Hier habe ich mir ehrlicherweise gedacht, falls jetzt hier rauskommen sollte Bauchnabelpiercing, dann gehe ich mir jetzt stechen lassen. Aber da hier nun mal leider die Augenbraue rausgekommen ist, musste ich das woanders hin verschieben, weil ein Augenbrauenpiercing kommt für mich nicht in Frage. Go, was muss ich machen? Wasser. So, Pancakes sind ready. Die werde ich mir jetzt schmecken lassen und dann werde ich mich mal so langsam zum Kahn bewegen, weil ich bin schon ganz schön spät dran. Okay, ich fahre jetzt los zu Kahn. Das sind ja wirklich ideale Bedingungen. Es regnet extrem. Aber ich fahre jetzt los und dann schauen wir mal, was TikTok so zu dem Rest meines Tages sagt. So, okay. Jetzt stehe ich hier gerade mit Kahn irgendwo in Wien. Ja, wir sind gerade mitten in einer Challenge, aber gut, dass ich dich filmen muss. Ich hab gesagt, Kahn, du musst kurz noch meinen freshen Fit abfilmen. Also, eigentlich sollte der Rock pink sein und eigentlich sollte ich einen pinken Schal tragen und einen pinken Hut, aber ich habe... Du hast einfach gar nichts davon. Ja, ich habe, also das Muster stimmt von dem Rock. Das war halt so ein kariertes. Ja. Und ich habe überhaupt einen Rock an, dann waren Boots auf dem Bild. Ja. Hättest du das nicht vor dem letzten Video schon anziehen können, dann wüsste ich, dass keine Boots sind, die du gar nicht mehr anziehst. Und halt ein schwarzer Pullover darunter. Also eigentlich, ich habe es ein bisschen abgewandelt, aber ich meine, ich hatte keinen pinken Rock. Was soll ich machen? Ist okay. Sieht trotzdem ganz okay aus. Ist in Ordnung. So, wir machen jetzt deine Challenge weiter und danach mache ich... Ja, du musst dich noch verstecken. Weiter. Mit dem Auto. Ja, ich bin jetzt wieder da und ich habe so keinen Bock, jetzt noch das Zeug für Wassermalen da rauszukramen. Einfach, weil ich da an zwei schweren Kartons vorbei muss. Und dafür fühle ich mich gerade einfach gar nicht in der Lage. Aber stellt euch vor, ich hätte dieses wunderschöne Wassermalbild gemalt. Stellt euch vor, ich hätte das gemalt. Das wäre echt cool, oder? Und jetzt mache ich den letzten Punkt von meiner To-Do-Liste. Lay back. Und in diesem Sinne, ciao. Kakao. Ja, moin Leute, herzlich willkommen zu diesem neuen Video mit mal wieder sehr langen Krallen. Und heute werde ich eine Roblox-Obi versuchen, damit durchzuspielen. Die bekannteste vermutlich momentan, das ist die Barrys Gefängnislauf-Obi. Ich habe auf der Hand keine aufgeklebt, was irgendwie sinnlos wäre, weil da habe ich ja eh die Hand nur an der Maus und... Das habe ich mal probiert, das macht gar keinen Unterschied. Aber mit dieser Hand hier muss ich auf der Tastatur spielen und das ist ziemlich furchtbar. Ich zeige euch mal kurz einen Clip, wie das aussieht. Es ist sehr grausig. Ich kann nicht richtig durchdrücken. Ich muss es eigentlich so machen, es wird schlimm. Also, ich werde jetzt wirklich... Ich versuch's einfach. Komm, auf schwer. Auf schwer. Gib ihm. Wir machen das auf schwer. Okay. Okay, das wird richtig... Richtig blöd. Das wird richtig, richtig blöd. Aber, oh Mann. Mami, warum hast du mir nicht gesagt, dass ich was Gescheites machen soll? Warum? Nein. Oh nein, das ist einfach jetzt schon schlecht. Oh nee, oh nee, oh nee. Ey, guck mal bitte, wie gut ich das jetzt gemacht habe. Ich finde, das habe ich gerade richtig, richtig gut gemacht, oder? Und es sind auch noch alle Nägel dran. Aber dazu muss ich auch noch sagen, noch sind sie noch alle dran. Aua. Achso, und übrigens, Leute, wundert euch nicht. Diese Woche sind Kahn und ich drehen wir nicht zusammen, weil Kahn ist heute Montag und Dienstag unterwegs. Und ich bin ab Mittwoch beschäftigt mit meinem Umzug. Deshalb, schaffen wir es diese Woche nicht zusammen zu drehen. Aber ich werde ein bisschen mit Tom und Lena drehen. Und... Ja, also es kommt diese Woche wahrscheinlich jeden Tag ein Video. Aber nein, oh Gott, es wird so schlecht. Das wird so schlecht. Oh. Mann, das ist halt auch so übelst unangenehm. Okay, ich versuche es jetzt einfach mal nur mit den Nägeln zu... Au! Alter Vater, das ist nicht nice. Das ist echt nicht nice, ist das. Nein! Ah, ich hasse euch! Sie hassen mich aber auch, glaube ich. Oh, es wird wieder der schönste Moment, wenn ich die blöden Dinger endlich abnehmen kann.
Hello, Darkness, my old friend. Oh Mann, was ist denn da? Hey, nein. Aber warum ist das denn so unnötig schwer? Okay, komm. Also einerseits habe ich natürlich jetzt eine ganze Weile kein Roblox mehr gespielt. Es ist impossible. Es ist wirklich Mission Impossible, Leute. Alter, ich krieg übelst die Krise gerade. Hallo, geh doch vorwärts. Geh doch vorwärts. Hallo. 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 Oh. 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 Hier hängt schon jemand am seidenen Faden. Ach, den habe ich schon kaputt gespielt hier. Okay. Also das war jetzt schon mal sehr, sehr schwierig, muss ich sagen. Und ich habe letztens irgendwo die Frage gesehen, aber Danja, wenn du das auch so doof findest, warum machst du es dann? Ja, damit ihr Spaß habt beim Zugucken. Damit ihr ein bisschen sehen könnt, wie ich mich quäle. Ist das nicht witzig? Ist das nicht großartig, mir dabei zuzugucken? Verzweifle! Geh doch einfach vorwärts! Das Problem ist, dass er halt irgendwann aufhört zu laufen, weil der Nagel so da hängt. Der hört einfach auf zu laufen. Nein! Nein! No! Oh, blöder Nagel, ich hab gefallen! Ja, dann muss ich den jetzt wieder aufkleben. Sind hier unten drunter noch immer irgendwelche Nagellackreste von vor 4 Wochen? Ja. Ist das ein bisschen ekelhaft? Ja. Werde ich die deshalb jetzt abmachen? Nein. Okay, sie sind wieder dran und weiter geht's. Findet ihr eigentlich, dass Tom und Lena das auch machen sollten? So mit so langen Nägelchen mal spielen. Findet ihr, dass sie das machen sollten auf jeden Fall? Sind wir uns schon einig, oder? Dass das absolut großartig wäre, wenn die beiden das machen würden. Oder? Ich finde schon. Nein! Oh. Ich habe nicht damit gerechnet, dass es so schwierig wird. Damit habe ich wirklich nicht gerechnet. Es ist einfach Mission Impossible. Es ist nicht möglich. Es geht einfach nicht. Es geht nicht. Es ist nicht. Es geht nicht. Es geht nicht. Ich habe keine Kontrolle über meine Hände, was sie machen. Und es ist einfach. Jedes Mal, wenn ich denke, okay, es geht wirklich nicht, dann kriege ich es dann doch drin. Naja, gut. Jetzt habe ich es ja doch geschafft. Völlig umsonst wieder aufgeregt. Bin ich jetzt? Ach ja, großartig. Großartig. Hi, Barry. Okay, das war leider jetzt offensichtlich, dass das passieren würde. Ich musste auch gerade meinen einen Finger tauschen, weil ich. Also, ich spiele quasi gerade so über Kreuz mit den Händen, weil das ansonsten gar nicht funktioniert, weil ich die alle so seitlich auflegen muss. Okay. Alter, das habe ich auch geschafft. Guck mal, wie gut ich das jetzt mache. Vielleicht muss man sich auch nur dran gewöhnen, ne? Ah, jetzt ist hier schon wieder. Jetzt klebte der an meinem Finger fest. Ey, der Nagel, der macht mich auch noch. Der macht mich wirklich wahnsinnig. Jetzt klebe ich mit der einen Hand an der Maus fest, weil ich da Nagelkleber drauf bekommen habe, Alter. Oh, Monday morning. Hä, funktioniert doch. Übelst gut, oder nicht? Das funktioniert doch hier ganz großartig. Ich kann das alles nicht mehr. Au, 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 au. Au, au, oh mein Gott. Aua. Aua. Mama mia. Mama mia, das kann doch wohl nicht wahr sein. Alter. Jetzt funktioniert doch mal. Ich kann die Tasten nicht richtig durchdrücken, weil da der Nagel da am Weg ist. Das kann nicht sein. Das kann doch wohl einfach nicht sein. Ganz ehrlich, ich war letzte Woche so krank, ne? Ich war so krank, ich lag die ganze Woche einfach komplett flach. Ich kann das jetzt hier gerade einfach alles nicht. Jetzt ist der Nagel schon wieder weg. Ich krieg die Krise.
Falls ihr euch wundert, warum ich stehe. Ich stehe, weil ich keinen Schreibtischstuhl mehr habe, weil ich den weggegeben habe, weil ich für mein neues Büro eine andere Ästhetik habe und deshalb habe ich einen neuen Schreibtischstuhl und deshalb muss ich jetzt stehen. Nein. Dieser blöde Nagel, der auch noch die ganze Zeit abgeblieben hat. Ich kann das alles nicht mehr. Die kleine Tanja möchte bitte aus dem Spaßland abgeholt werden. Nein! Mann, ey, warum ist das? Aber jedes Hindernis ist so unverhältnismäßig viel schwerer. Also ganz ehrlich, Menschen, die so lange Nägel haben und trotzdem Roblox spielen, für mich Helden. Absolute Helden für mich. Na, warum? Aber warum geht das denn nicht? Jetzt ist es hier aber auch mal... Es ist doch auch mal gut. Es reicht doch jetzt auch. Es ist doch jetzt auch in Ordnung. Oh, Alter, ich hab's geschafft. Lass es mich einfach hinbekommen. Lass es mich einfach schaffen, bitte. Bitte! Ey, das ist alles, eigentlich ist das doch gar kein Problem. Eigentlich ist das doch gar kein Problem. Ich bin mittlerweile an einem Punkt angekommen, dass ich irgendwie glaube, dass ich das besser könnte, wenn meine Augen verbunden wären, als so. Nein, Mann. Entschuldigung, Kiba, jetzt habe ich sie geweckt. Komm schon, jetzt ist aber auch mal gut. Ist auch mal gut. Okay, Leute, reden wir über was Schönes. Ich habe das Gefühl, jedes Mal, wenn ich über was Schönes rede, dann wird es vielleicht ein bisschen besser. Wenn ihr euch ein Zimmer einrichten könntet, ein Traumzimmer, wie ihr das gerne einrichten würdet, und wenn es euch vollkommen egal wäre, was das kostet oder ob das irgendwie aufwendig ist oder so, wie würde euer Zimmer dann aussehen? Also, wäre das dann so wie in so einem Schloss, so ein Zimmer, oder wäre das so knallbunt, oder wäre das eher nur so in so Erdfarben, oder wäre das was ganz anderes? Wäre das irgendeine abgefahrene Tapete mit ganz verrückten Möbeln, oder wäre das voll mit Postern? Oder ja, also einfach, wie würdet ihr das machen, wenn ihr überhaupt keine Beschränkungen hättet, wie ihr das einrichten könnt, auch platzmäßig und so. Wie und wie groß sollte euer Zimmer dann am besten sein? Lieber so ein kleines oder lieber so ein großes Zimmer? Schreibt es mir in die Kommentare. Weil für mich fängt ja jetzt das Real Life Adopt Me Luxus Villa einrichten an. Also, wo bin ich denn jetzt? Ich wohne zwar in keiner Villa, aber bald in einem schönen Haus. Und ich freue mich schon sehr darauf, das einzurichten. Wir viele Sachen von hier nicht mitnehmen, sondern weggegeben haben. Alter! Ich versuche auf Krampf positiv zu bleiben. Ich versuche es wirklich. Aber es geht einfach nicht. Es ist nicht möglich. Ich bin so kurz davor aufzugeben. Ich bin so kurz davor, gerade einfach hinzuschmeißen. Atmen, Tanja. Atmen! So viel Ärger, wie ich hab, den kann ich gar nicht mehr wegatmen, ne? Was ist das jetzt? Was ist das jetzt? Warum sollte ich den jetzt hier irgendwann kaufen wollen? Ich will ja nichts kaufen, Alter. Ich will ja nichts kaufen. Bällchen, okay, Bällchen. Bällchen. Ich glaube, ich muss hier hin, ne? Und dann darüber. Okay, okay. Es klappt. I can do it.
aber das ist ja hier eigentlich nicht so extrem schwer, glaube ich. Ich glaube, ich habe es jetzt nicht geschafft, das auszulösen, oder? Nee, hatte ich nicht. Natürlich nicht. Natürlich nicht. Okay, das war Nummer 1. Jetzt müssen wir Nummer 2 finden. Aua! Lass mich! Aua, lass mich! Lass mich doch! Lass mich doch! Lass mich doch! Ich kann das nicht mehr. Ich kann das alles nicht mehr. Nee, ich kann nicht mehr. Ich geb's. Ich kann nicht mehr. Die Nägel haben mich offiziell gebrochen. Ich kann das nicht mehr. Ich bin raus. Ciao, Kakao. Die blöde Kamera nicht aus wegen den Dingen. Ja, moin Leute, herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Heute gemeinsam mit Tom, weil Kahn ist unterwegs. Deshalb schaffen wir es die Woche nicht zusammen aufzunehmen. Aber schön, dass du da bist, Tom. Hallo. Ja, schön hier zu sein. Ja, das denke ich mir, dass du das schön findest, heute hier zu sein. Denn Tom hat ein paar Gegenstände rausgesucht und bei denen muss ich den Preis erraten. Ich darf 3 Euro nach oben und nach unten falsch liegen. Wenn ich mich um 3 Euro verschätze oder mehr als 3 Euro, dann muss ich dir das kaufen. Sehr schön. Ach, mir? Ja, dir. Ach so. Ja, gut. Ich habe jetzt eher so Sachen genommen, die du vielleicht gebrauchen könntest, damit du was davon hast. Ja, aber vielleicht kannst du die ja dann auch brauchen. Es ist so ein Mischmasch. Vielleicht sind da auch 1, 2 Sachen bei, die ich gebrauchen könnte. Wir werden sehen. Dann zeig mir doch gerne mal die erste Sache, die du so hast. Genau. Also, ich habe mir immer so ein bisschen was dabei gedacht, was ich rausgesucht habe. Und zwar erinnerst du dich ja dran, dass wir dich letztens etwas hinters Licht geführt haben, Lena und ich. Ganz kleines Mini-Bisschen. Und da ging es ja auch um Lego. Ja. Und ich dachte mir, da du ja jetzt im Bilde bist, was da so die Preiskategorie angeht, schicke ich dir einfach mal was. Und du kannst ja mal raten, wie teuer dieses Lego-Set hier ist. Boah, schwierig, ey. Ich habe mir extra ein schwieriges rausgesucht. Oh, das ist richtig schwierig zu sagen. Vor allem so 3 Euro hin und her hier ist halt auch echt schwer, weil das Ding ist, das kann 50 Euro kosten, das kann aber halt auch, keine Ahnung, 300 kosten. Oh, Alter. Ich finde das auch extrem schwierig, muss ich sagen. Wenn wir mal ehrlich sind und wir es uns angucken, ist nicht viel. Nee, es ist nicht viel. Aber es könnte halt auch einfach unverhältnismäßig riesig sein. Wie viele Teile hat das denn? 502 Teile. 502, okay, das ist nicht zu viel. Das sind nicht so viele Teile, glaube ich. Muss ja nichts heißen. Ist natürlich auch eine Special Edition, 25 Jahre Lego Star Wars. Oh, stimmt. Ich sage, das kostet 74,99. Möchtest du das einloggen? Ich log das ein. Okay, damit liegst du leider falsch. Och, Mann, was kostet das Ding? Das kostet 54,99. Och, nö. Vor allem, dass ich war... Oh, 20 Euro, Mann. Du hast direkt am Anfang vor allem gesagt, so, das könnte 50 kosten oder 300. Und ich dachte so, oh, das ist schon ziemlich gut. Weil ich dachte nämlich eigentlich, du gehst mit weniger, weil das halt wirklich nicht nach viel aussieht. Ja, ich dachte jetzt so wegen Special Edition und so. Trügerisch, sehr trügerisch. Ja, viel Spaß mit dem Set, Tom. Dankeschön, damit liegst du beim ersten schon mal falsch. Okay, dann schicken wir das nächste. Und zwar hat das auch wieder mit einem Video, was wir gemacht haben, zu tun. Und zwar waren Lena und ich ja vor 3, 4 Wochen bei dir zu Hause. Mhm. Und wir haben ja mit dir das Essen den Tag über getauscht. Und da gab es ja als allererstes Matcha. Und da habe ich dir einen rausgesucht. Oh mein Gott, beim Matcha ist die Preisspanne auch so unnormal. Weil ich dachte, damit müsstest du dich ja auskennen. Oh, das ist so richtig schwer, weil bei Matcha ist die Preisspanne halt auch so wild. Oh, ey, das Ding ist, ich habe einen Matcha da, da kostet halt so dieses kleine Döschen 25 Euro. Und dann habe ich noch einen Matcha, da kostet so ein kleines Döschen 50 Euro. Also auch hier sind natürlich wieder ein paar Hinweise drauf verteilt. Es sind 50 Gramm. Mhm. Ich guck mal kurz, wie viel in meinem Döschen drin ist. Sekunde. Ja. Also, ich habe hier ein Döschen Matcha mit 30 Gramm. Inhalt, kostet 25 Euro etwa. Jetzt sind hier 50 Gramm drin. Mhm. Ist auch Ceremonial Matcha. Eigentlich ist viel wichtiger hier der Grad, also in welchem, wann das quasi geerntet wurde. Das ist First Grade. Ich sage, das kostet 35 Euro. 35 Euro lockst du ein? Mhm. Okay, und damit liegst du falsch. Was kostet's?
50 Gramm kosten hier 29,99, runtergesetzt 26,99. Die Spanne war sogar größer, die du hättest falsch liegen können, aber du lagst leider trotzdem daneben. Och Mann, ey. Das ist echt verdammt schwierig, muss ich sagen. Ich glaube, ich hätte auch gar keine Ahnung. Es ist halt auch so schwierig bei Matcha, ne? Okay, aber dann gib mir mal Next. Dann ja, du weißt ja, wir sind beide große Fans einer gewissen Videospielreihe. Weißt du, welche das ist? Animal Crossing. Ja, unter anderem, aber es geht mir um eine andere. Achso, Pokémon. Du meinst Pokémon, ja. Und von Pokémon gibt es ja nicht nur Videospiele, sondern da gibt es ja auch ein Trading Card Game. Und davon würde ich gerne mal wissen, was glaubst du, wie teuer diese Box hier ist? Weißt du, was richtig schlimm ist? Ich habe schon so Boxen gekauft für Flo, weil der die Karten sammelt. Aber ich habe trotzdem gerade gar keinen Schimmer. Ich habe null. Ich habe keine Ahnung. Ich habe bestimmt schon 3, 4 davon gekauft von so Pokémon-Kartenboxen. Aber okay, lass da mal ein bisschen Dings rangehen. Eine Holo-Promo-Karte ist drin und 4 Booster. Ich glaube, ein Booster kostet irgendwie 9,90 €. Das heißt, ich würde vermuten, dass es mindestens 40 € kostet. Vielleicht kosten die Booster aber auch 5,99 €. Darf ich gucken, was ein Booster kostet? Oder ist das Schummeln? Ja, das ist ja schon low-key Schummeln, ne? Wenn du es dann einfach hochrechnest. Aber du hast ja 2 Preise genannt. Du musst dich halt dann nur für einen der beiden entscheiden. Ich glaube, ein Booster ist 9,99 €. Das wären dann 40 plus die... Da vielleicht machen sie es dann auch günstiger. Ich sag, die kostet 45 €. Also, ich muss sagen, das hast du sehr, sehr klug gemacht. Du bist sehr klug an die Sache rangegangen. Nur leider falsch. Diese Box kostet nämlich nur 27,99 €. Oh, da passt ein Schnapper. Och Mann. Hä, aber wie viel kostet denn dann ein Booster? Jetzt will ich es aber doch googeln. Ja, also auf Amazon finde ich hier Booster teilweise für 4,90 €. Oh, okay, ja, ich sehe es. Upsi. Upsi, Daisy. Ja, da habe ich mich vielleicht ein bisschen verschätzt, ne? Ja, gut, aber ist natürlich schwierig. Also ich hätte das wahrscheinlich auch deutlich teurer geschätzt. Ja, auch wegen dieser sehr edlen Kiste da drumrum. Aber ich muss sagen, es ist schön, auf der Seite zu sitzen, die nicht raten muss. Ja, das kann ich mir vorstellen. Auf der erhaltenden Seite zu sitzen. Ja, okay, dann hauen wir das nächste raus. Dann kommen wir natürlich jetzt zu etwas, was ich natürlich mit dem Hintergedanken, dass ich das unbedingt brauche, rausgesucht hast und das nicht unbedingt auf dich abgestimmt ist, auf gar keinen Fall. Und zwar haben wir hier als nächstes ein Buch, aber ein ganz besonderes. 12,90 €. Achso, nee, doch nicht das. Okay, ich dachte, du zeigst mir jetzt mein Malbuch. Das wäre lustig gewesen. Weißt du, was ich total schlimm finde? Dass das Bestseller Nummer 1 in Schlager ist. Damit komme ich gerade gar nicht zurecht, dass das Bestseller Nummer 1 in Schlager ist. 130 Fotos. Es sieht auch dick aus, ne? Scheint ein dickes Buch zu sein. Ich würde sagen 29,90 €. Was soll ich sagen? Auch das ist falsch. Oh, kann ich auch mal irgendwas richtig raten? Kostet das 49,90 €? Nee, das ist noch schlechter geraten. Es kostet 19,99 €. Och, Alter. Du warst bis jetzt immer drüber. Ja, wirklich. Vielleicht habe ich zu viel Geld, dass ich alles so viel zu teuer schätze. Och, nö. Kommen wir zum nächsten. Das kommentiere ich einfach mal gar nicht weiter. Freue mich allerdings jetzt gerade umso mehr, dass es scheinbar darum geht, dass ich die Sachen bekomme. Und zwar, Danja, was glaubst du, kostet mittlerweile eine nagelneue Nintendo Wii? Eine Wii, eine nagelneue. Ich weiß nicht mal mehr, was sie damals gekostet hat, bin ich dir ehrlich. Das kann ich dir tatsächlich auch nicht sagen. Sage ich dir vorweg, die ist runtergesetzt momentan. Das heißt, du hast quasi doppelte Möglichkeit, den Preis richtig zu erraten. Und ich würde dir hier tatsächlich, glaube ich, auch mehr Kulanz geben, weil 3 Euro, finde ich, ist hier vielleicht ein bisschen wenig. Okay. Wie viel Kulanz gibst du mir? Komm, ich sag mal 15. Ich gönne dir 15. Okay, also ich sag, die kostet... Ich überlege halt gerade. Ich denke halt gerade an die Preise von der Switch. Und die Wii ist ja nun schon ein bisschen sehr viel älter. Jetzt ist halt die Frage, ist sie mittlerweile halt so alt, dass sie sehr günstig ist? Oder ist sie mittlerweile so alt, dass sie wieder teurer ist? Ich glaube, sie ist so alt, dass sie günstig ist. Ich glaube, sie kostet 200 €. Ja gut, damit haben dir meine 15 € gar nichts gebracht. Also wenn ich das richtig verstanden habe, ist das hier wirklich eine nagelneue Nintendo Wii mit 2 Spielen plus Fernbedienung
plus Nunchuck. Und die kostet, nicht runtergesetzt, 449 Euro. Was? 400 ist doch mehr als die Switch kostet. Ja. Das kannst du mir doch nicht erzählen. Kann natürlich sein, dass das auch ein Privatverkauf über Amazon ist und das halt deutlich zu teuer ist. Runtergesetzt liegt sie bei 383,94. Alter, das kannst du mir nicht erzählen. Aber freust du dich jetzt, die kaufen zu müssen, oder? Ja, ich will dich dann aber auch Wii spielen sehen, Tom, bin ich dir ja auch ehrlich, ne? Safe. Ich habe meine nicht mehr von damals, also ich freue mich darüber. Ey, guck mal, jetzt gehe ich hier auf so ein andere Dings. Hier steht jetzt Wii Motion Plus, aber gut, da ist kein Spiel dabei, kostet 128 Euro. Ja, also wie gesagt, kann natürlich sein, dass das auch einfach ein sehr teurer Privatverkauf war. Ich fühle mich jetzt, das ist ganz eindeutig ein sehr teurer Privatverkauf. Hier ist nämlich genau das gleiche Bundle und es kostet 144,90. Da hätten wir auch die 15 Euro nichts gebracht, aber trotzdem. 400 Flocken, Junge. Wer bezahlt denn 400 Flocken für so eine popelige alte Wii? Aber ist ja gut für dich, dass du eine günstigere gefunden hast. Du musst ja nicht die für 450 kaufen. Ja, stimmt. Da kannst du die kaufen. Du bist echt bekloppt. Okay, next. Auch da habe ich wieder eine kleine Referenz aus dem Video. Und zwar erinnerst du dich ja an die Bescherung. Und da hast du mir ja so ein Comfy Onesie geschenkt oder so. Ja. Und ich dachte, wenn du es comfy magst, dann ist das hier bestimmt auch was für dich. Und du magst ja auch Tiere. Die sind richtig süß. Polarbeersocken. Ich liebe ja Eisbären. Mhm. Finde ich auch ein tolles Tier. Ich sage, diese Socken kosten 12,90 Euro. 12,90 Euro. Ja. Und damit, Danja, liegst du in der 3-Euro-Preisspanne. Die kosten nämlich 10,99 Euro. Oh, wirklich? Oh, Alter. Das hätte ich aber gerne gehabt, bin ich dir ehrlich. Die Farflecken-Socken hätte ich gerne gehabt. Oh, okay. Vor allem, weißt du, das Schlimme ist eigentlich, ich hatte eine alte Wii, die ich dir hätte geben können, aber die habe ich an meinen kleinen Bruder verschenkt. Jetzt kannst du eine für 450 Euro aus einem teuren Privatkauf kaufen. Die Person wird sich auch denken, Jackpot fürs Leben, ja, Alter. Wirklich, wer ist denn so dumm und kauft das? Okay. Next one. Auch hier hat es wieder etwas mit dir zu tun. Und zwar liebst du ja Katzen und du magst malen. Und du hast ein wahnsinnig tolles Malbuch, was man auch auschecken kann und sich das bestellen kann. Das kostet 12,90 Euro. Das ist korrekt. Und ich dachte, warum verbinden wir das nicht alles drei? Und du errätst mal den Preis hiervon. Also auf keinen Fall würde ich das kaufen, weil ich kaufe ja kein anderes Malbuch als mein eigenes. Nein, natürlich nicht. 50 Seiten. Meins kostet 12,90 Euro und hat, glaube ich, 80 Seiten. Ich sag, das kostet 7,90 Euro. Wow, und damit liegst du nur 9 Cent vom Preis entfernt. Boah. Das kostet 7,99 Euro. Sehr, sehr gut geschätzt. Das war strong. Das war richtig strong. Oh, aber das hätte ich auch nicht über mich bringen können, das zu kaufen, bin ich euch ja ehrlich. Können wir hier an der Stelle einmal die Werbung einblenden, die Kahn letztens in dem einen Video für mein Malbuch gemacht hat? Wow! Dieses tolle Buch habe ich zuletzt im Handel gefunden. Ich war überrascht, welch eine Inspirationsquelle mir dieses Buch bietet, um zu malen, um neue Geschichten zu erleben und gleichzeitig Gaming und Malen zu verbinden. Das ist Let's Play Ausmalbuch. Schaffst du es ins nächste Level? Ein tolles Buch von der Creatorin Dardania. Wow! Kann ich nur empfehlen, zu einem tollen Preis momentan zu halten. Schaut euch das mal an. Eine Challenge! Wow! So, und Kahn ist tatsächlich für das nächste Produkt ein gutes Stichwort. Oh je. Und zwar lasse ich dir das hier auch einmal gut zukommen. Du weißt ja, Kahn ist in seiner Freizeit ein begnadeter Fußballer. Du hast gar keine Ahnung von Sport. Deshalb dachte ich, wäre es doch mal lustig, wenn du einfach mal errätst, wie viel so ein Fußball kostet. Oh, Fußbälle sind teuer. Es ist eine offizielle Replika des kommenden EM-Balls. Auch hier runtergesetzt tatsächlich. Also hast wieder eine größere Chance. Der kostet 80 Euro. Damit hast du auf jeden Fall bestätigt, dass du keine Ahnung von Fußball hast. Der kostet nämlich nicht runtergesetzt 39,95 und runtergesetzt knackige 29,40 Euro. Ich dachte, Fußbälle sind übelst teuer. Also, wenn das ein Originalball ist, mit dem die jetzt auch bei der EM spielen würden, dann ist der super teuer. Da das eine Replika ist, nicht so teuer. Das war, ja, obwohl die Wii war eigentlich schon am schlechtesten bisher, ne? Aber das, die nehmen wir mal raus, weil die scheint es ja auch günstiger zu geben. Ich kann nicht mehr.
Ich hätte das anders so machen sollen. Ich hätte es so rum machen sollen, dass du schätzen musst und alles, was du richtig jetzt kaufst. Dann hätte ich mich gar nichts kaufen müssen. Richtig. Ich bin so dumm, wirklich. Ich bin so richtig dumm mit meinem Kopf. Das nächste ist tatsächlich wieder was, was du gut gebrauchen könntest. Auch vor allem in der Menge. Ey, wie viel kommt eigentlich noch? Es das Einzige, was ich bisher beiden. Nicht kaufen muss, sind das Malbuch und die Socken, Alter. Das sind die einzigen beiden Sachen, die ich dir direkt gekauft hätte. Oh, okay, ja. Und zwar erinnerst du dich ja daran, dass wir letztens mit Max ein Video gedreht haben. Und da kam ja auch eine gewisse Delikatesse drin vor, die ihr beiden besonders schätzt. Senf. Richtig. Dann gib mir doch mal den Preis für diesen 10-Kilo-Eimer. Okay, 10 Kilogramm Senf. Ja. Schwierig. Wenn du, ich sag mal so, wenn du das falsch rätst, wäre es auch in Ordnung, wenn du eine kleinere Portion kaufst. Kriegst du dann? Darfst du dann 10 Kilo Senf ausschlabbern? Ja, mach ich ein Video draus. 10 Kilogramm Senf essen. In so einer kleinen Ding Senf ist ja schon nicht so viel drin. So ein 10 Kilo Eimer ist schon relativ viel Senf. 10 Kilo ist ja auch wirklich ein großer Eimer, ne? Das ist ein richtig großer Eimer, ja. Ich sag, das kostet 25 Euro. Und damit liegst du falsch. Das kostet knackige 17,95 Euro. Ey, Schnapper, oder? Ich bin jedes Mal wieder begeistert von Senf. Vor allem von dem Bautzner Senf hier. Muss ich dir ganz ehrlich sagen, das ist auch der beste Senf auf diesem Planeten. Bautzner Senf, ist wie es ist. Meinst du, nach dem geht's mir nicht ganz so schlecht? wie nach dem anderen? Ja. Sehr schön. So, damit kommen wir nun zum allerletzten. Auch vielleicht wieder was, was uns bisschen an Kahn erinnert, weil er das einfach sehr häufig macht. Und zwar haben wir hier diesen wundervollen Artikel zu guter Letzt. Oh, ist Furzkissen. Mhm. Ich glaube, die sind nicht teuer. Ich glaube, die sind nicht so teuer, aber es sind drei. Aber finde ich zum Beispiel auch schwierig. Man denkt sich so, ja, die sind nicht teuer, aber man darf es auch nicht unterschätzen. Ich sag, die kosten 5,99. Das meine ich nämlich damit. Auch das ist absolut falsch. Hä? Was? Die kosten 10,49 Euro. Was für 10 Euro? Vor allem, da bin ich ja auch. Das Schlimme ist ja eigentlich, ich habe jetzt gedacht, ja, die kosten ja höchstens 9,99 und dann wäre ich ja noch drin in den 3 Euro. Jetzt bin ich 1,50 Euro dran vorbeigeschrappt, Alter. Ja, ärgerlich, ärgerlich. Aber hey, wir haben jetzt drei Furzkissen, ist doch auch schön. Ja, hervorragend. Ich zwing dich jetzt auch jedes Mal, wenn du ein Video anfängst bei Your Game, ist mir vollkommen egal, dann setzt du dich zuerst auf das Furzkissen drauf. Okay, alles klar, mach ich. Ist mir egal, ist nicht meine Entscheidung, aber ich entscheide das jetzt. Gut, um dann einmal zum Ende hin Bilanz zu ziehen, du hast von 10 Produkten ganze 2 richtig erraten. War jetzt drauf und dran zu sagen, das ist ziemlich schlecht, aber ich fühle mich nicht in der Position, das zu sagen, weil ich glaube, ich hätte ähnlich schlecht abgeschnitten. Aha. Mhm. Deshalb, ich muss auch sagen, dass wenn ich hier so durchgucke, ich finde es ja schön, dass du mir ein Star Wars, also du hast gesagt, du bist mit der Annahme reingegangen, dass ich das bekomme. Und ja, dann hast du ein Lego Star Wars Set rausgesucht. Einfach in der Hoffnung, dass ich das nicht haben will. Da muss ich sagen, das habe ich halt nur aufgrund des Pranks von letztens rausgesucht. Alle anderen dachte ich mir so, kannst du schon irgendwo slightly was mit anfangen. Vielleicht der Fußball jetzt nicht. Aber ich meine, ich habe mir ja jetzt selber kein Taylor Swift Buch rausgesucht, weißt du? Ja, verstehe ich schon. Schon okay. Und ich dachte, mit 10 Kilo Senf kannst du auch was anfangen. Ja, absolut, Tom. Ja, großartig. Dann schick mir die Links zu allen Sachen. Ich werde die bestellen. Mach ich. Wünsche dir viel Spaß damit. Dankeschön. Und hättet ihr das richtig erraten, Leute, schreibt es mal in die Kommentare. Also können wir aber auch gern nochmal machen. Ja, das kann ich mir schon vorstellen. Das kannst du mal vergessen, Tom. Ciao, Kakao. Moin. Oh. Morning. In the morning. Es ist frisch. Ist frisch. Tom hat sich eine Jacke angezogen für den sibirischen Winter. Ja, Lena ist angezogen für den Walk durch London. Ich habe mir einfach was angezogen. Ich bin aufgestanden, habe angezogen und gedacht, ach. Aber wir alle sind heute angezogen für den Spielplatz. Ihr dürft das erste Mal auf dem Spielplatz sein. Das ist nicht großartig. Und ich kenne ihn nicht. Ich kenne ihn nicht. Ich kenne ihn nur aus dem Video. Ich hab noch eure Performance auf dieser Seilrutsche da hinten im Kopf. Ja, ich war hier schon mal mit Kahn und ich würde sagen, ihr habt euch das gewünscht. Also, let's go. Mal euer erstes Spielplatzelement aus. Okay. Obwohl, eigentlich müsste ich die Schaukel nehmen, weil ich liebe Schaukeln, aber ich liebe auch diese Dinger hier. Aber dann jetzt hoch, Lena. Jetzt nicht hoch. Hoch. Mit meiner Höhenangst.
Es ist auch einfach, es ist, keine Ahnung, 5 Grad oder so. Ich bin euch ja versichert, ne? Ob du versichert bist? Ja. Das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Oh, das ist schon okay. Das ist eine gute Frage. Sollte ich vielleicht mal überlegen. Ach, 2 Wochen dann, wenn es soweit ist. Ich glaube, höher wird es ein bisschen kritisch. Aber ich würde mal sagen, hier oben. Los, geh mal hinterher, Tom. Ich hinterher. Ja, los. Lena, hast du uns was mitzuteilen? Kommen Sie hoch. Los, zackig. Hast du uns was mitzuteilen? Wie war das nochmal? Was ist er jetzt? Der Phönixkönig. Ich bin der Phönixkönig. Jetzt muss ich ihr 10 Euro geben. Trainer. Ich verstehe die Referenz halt einfach nicht. Tom, du musst es auch dann. Ich muss ihr jetzt 10 Euro geben, weil ich Lena gesagt habe, ich gebe dir einen 10er, wenn du dich da oben hinstellst und das rufst. Kriege ich dann 20? Wenn du was machst? Den Lord? Den Lord? Nee. Schade. Ich hoffe, ja, das Ding hält und sich wiege so 3 Tonnen, Tom. Ich weiß nicht, wie viel das Ding hier hält. Läuft bei euch auf jeden Fall. Ja, wundervoll. Ja. 10er verdienen. Wundervoll. Ja, und? Wie ist so? Fühlt sich gut an. Ja? Ja, ich war schon lange nicht mehr auf so einem Klettergerüst. Ja, wird mal wieder Zeit, ne? Mhm. Also ich gehe dann jetzt mal. Tschüss. Bye. Ich gehe dann jetzt mal zu dem Ort, der für mich am schönsten ist. Das ist nämlich die Seilbahn. Wisst ihr, Leute, ich weiß, es ist kalt und so. Es ist kalt, dies, das und eigentlich so solche Sachen macht man aktuell gerade nicht. Was? Ja? Ja, das kann ich euch doch nicht sagen. Ihr seid auf dem Spielplatz. Bin ich eure Mutter? Ich gehe Seilbahn fahren. Ich hoffe, ich lasse die Kamera nicht fallen. Und? Das ist keine gute Idee mit einer teuren Kamera. Ich komme angeflitzt. Jetzt muss ich dich drauf, Madame. Ich? Juhu. Nee, warte, Tom. Tom. Ich muss schieben. Ich finde es sehr lustig, wenn das in die Hose gehen würde. Also nochmal, es wäre schon lustig, wenn das in die Hose gehen würde. Meine letzten Worte sind, habt endlich mal ein bisschen Spaß. Oh Gott! Chefin, einmal kurz erledigt. Ich glaube, ich bin noch nie so schnell gewesen. Bei Kahn sah das richtig unspektakulär letztes Mal aus. Ja, ich fehlte einfach, das ist so ganz klar. Sei mal das Beste! Okay, los, Lena! Gib alles! Unspektakulär! Es sah auch echt unspektakulär aus, muss ich sagen. Soll ich dich anschubsen? Nee, Tom kann dich mal anschubsen. Ich filme euch mal hier. Aber pass auf, dass du nicht hinfällst. Soll ich das jetzt so richtig anschubsen? Ja, komm, richtig. Komm, wenn ich. Gib richtig Schubkraft. Ich bin versichert. Hast du? Ja? Dann los. Okay. Ich bin versichert! Heilige! Moinchen! So, Tom, jetzt bist du dran. Lena, du schiebst Tom an. Du bist ein guter Anschieber. Du hast noch gar nicht angeschoben. Ich kann dich gut anschieben. Ja, dann brauchen wir das trotzdem auf Video. Du hast mehr Kraft in der Arme, aber ich schieb dich einfach. Gib alles, was ich habe, okay? Okay, Tom, bin ich an. Hä? Ihr habt auch einmal alleine. Tschüss. Oh, was hat das? Ich dachte, ich versuche irgendwas Cooles am Ende, aber es sah, glaube ich, einfach nur blöd aus. Es sah aus, als wärst du runtergefallen. Okay, jetzt. Okay. Setz dich drauf. Sitze. Oh, oh, dann ja. Oh. Boah, Danja, was für eine... Das war unfassbar schnell. Man hat so richtig Angst vor den letzten Sekunden. Oh, das war wundervoll. Wir machen was Neues. Wie sie hüpft. Wie so eine Gazelle am Morgen, ey. Eine Gazelle am Morgen.
Das ist ein Bagger. Weiß ich nicht. Was kann man hier machen? Ja, ich glaube, du bist ein bisschen groß, Tom. Ich glaube, das ist das Problem. Ich verstehe nicht, was genau ich hier machen kann. Ich weiß nicht, ob ich mit dem Bagger den Sand bis zu Tom schmeißen kann. Ich hoffe nicht. Soll ich mal probieren? Ja, bitteschön. Was? Oh mein Gott. Das war so unspektakulär. Und ich weiß nicht, ob ich es drauf habe, weil ich habe nochmal einen Schritt nach hinten gemacht. Oh nein. Ich dachte so, der wirft jetzt so übelst weit. Warte mal, vielleicht wenn ich es höher mache. Wann war so das letzte Mal, dass ihr auf einem Spielplatz wart? Boah. Keine Ahnung. Ich habe direkt einen vor meiner Haustür, einen recht unspektakulären. Ja. Da war ich früher immer. Leute, lasst euch eins gesagt sein. Irgendwann kommt dieser Tag, da geht ihr das letzte Mal auf den Spielplatz in eurem So-Leben. Und ihr wisst nicht, dass es das letzte Mal ist. Also lasst es nicht das letzte Mal sein. Geht weiterhin auf Spielplätze. Tom, du wolltest doch bestimmt mal Baggermeister werden als Kind, oder? Immer. Ja. Also wenn du nicht Cutter geworden wärst... Weißt du eigentlich, was ich mal werden wollte? Ich glaube, ich habe es mal in einem Your Game-Video gehört, aber nee. Ich kann mich nie mehr dran erinnern. Toll, Lena. I'm sorry. So eine gute Kollegin bist du also. Ich bin die beste Kollegin. Das halten wir mal bitte auf Video fest. Irgendwie verstehe ich den Sinn dieses Dings hier nicht ganz. Ja, du sollst. Jetzt bagger mal. Komm, jetzt hol mal ein bisschen Sand. Ja, aber geht ja. Das geht ja doch, nicht. Natürlich so geht es. So, und jetzt. Du sollst es auf die andere Seite bringen. Das wäre viel lustiger, wenn das so eine Art Katapult wäre, als statt mit dem Bagger. Katapult? Ja, wenn man so mit dem Sand. Weißt du? Tom wollte dich jetzt einfach mit Sand bewerben. Ja, ich ahne schon. Und das nennt man feste Kollegen! Ich finde auch deine Wahl für Schuhe und Socken heute sehr... Ist gut, oder? Aber ich habe keine guten Schuhe. Also schön, mir ist nichts anderes übrig geblieben. Warte mal, was ist denn das? Ich will wissen, was das ist. Was ist denn das? Damit kannst du doch den Sand... Was kann ich? Weißt du nicht, dass du den Sand da reintun kannst? Aber was mache ich denn dann damit? Ja, den bringst du dann nach oben und dann lässt du ihn wieder runterkippen. Also warum? I don't know. Das Bild sieht einfach unglaublich geil aus. Mit dem Licht so. Tanja, stell dich mal, mach mal eine Pose. Heidi, ruf mich an. So, kommt der Sand dahin. Ja, so müsste es ja eigentlich sein, dass er halt irgendwie in die zweite Etage gebracht wird, aber... Ja, ich bin hier the Brain von Pinky and... Warte mal, wer ist denn the Brain? Pinky and the Brain. Wir waren schlau von Pinky and the Brain. War das Pinky oder war das Brain? Ich bin mir gerade nicht sicher. Pinky and the Brain, 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 Brain. Ich hab's rausgefunden. The Pinky and the Brain. Achso, das muss man drauf machen. Ah, guck mal. Wir sind Physiker. Wir sind richtige Physiker. Ich weiß ja nicht. Geh weg, Tom. Geh da weg. Ich weiß ja nicht. Geh willst weg. Du da jetzt krass drüber springen? Nee, ich will reintreten. Was? Ich weiß nicht, ob du da stehen solltest, Tom. Meinst du, das ist so? Ja. Girl! Habe ich dich gehittet? Nimm die Kamera. Ich bin raus. Oh ja, let's go! Wippen! Okay, haut rein. Also Kahn ist ein tödlicher Wipper, muss ich sagen. Gebt mal ein bisschen mehr hier. Wenn hier einer nicht fliegt, dann... Das stimmt überhaupt nicht. Wenn hier keiner in die Luft fliegt, dann wird hier noch nicht genug gewippt. Flieg! Jawohl, da fliegt doch endlich jemand. Weil da unten nicht dieser Reifen ist, der das abfedert. Oh, stimmt. Okay. Und ich hau den Tom die ganze Zeit auf den Boden. Ich bin das, der ist hier. Oh Gott. Das hört sich halt auch so ungesund an. Einfach. Ja, das tut doch einfach nur weh. Warte mal, sonst wipp ich mal mit Lena. Ja. Wir sind ja, Lena und ich sind, glaube ich, etwa gleich schwer. Vielleicht bin ich ein bisschen schwerer. Ja, du kommst nicht mehr runter. Ich wiege 3 Tonnen. Das geht nicht. So, bist du bereit? Ja klar, du! Oh nein! Nee, ich bin raus!
Das tut so weh. Ich bin auch in die Luft geflogen. Das tut voll weh. Nein. Ist das mein oder dein Hintern? Wer weiß. Oh nein, das habe ich leider nicht drauf. Das ist dieser Daniel. Würdest du es am liebsten einfach nur mal kurz nachstellen, wie es ungefähr aussah? Ja, ich kann nur mal nachstellen. Au! War es auch gut, dass ich gefallen bin, bevor ich aussah. Tom Zehner, wenn du in die Kinderwippe da reinkommst. Du musst halt echt viel Geld verlieren. Weil Lena was deutlich Einfacheres für 10 Euro machen muss. Das schaffe ich niemals. Mit dem Fuß kannst du rein. Da passt einfach nur der Fuß rein. Nein, das passt der zweite noch. Was? Ist das 10 Euro wert? Ja, das ist mir 10 Euro wert. Das ist schon stark, wenn man bedenkt vor allem, dass dein Fuß so groß ist wie diese ganze Schaukel. Alles tut. Gleich erwische ich dich. Obwohl, warte mal, du wolltest mich gerade runterschubsen. Komm her, Mädel. Ich wollte dich nicht runterschubsen. Muss näher kommen. Können wir hier einmal kurz, kannst du mal so ein bisschen Gedanken verloren in die Ferne starren? Und jetzt legen wir hier entspannte Musik und einen Graufilter drüber. Seems like forever since we've been together. Das ist so schön, Tom. Das hast du so super gesungen. Ich will gleich da schnell. Willst du rutschen? Ja, die sieht ja mal geil aus, los, oder? Los, geh rutschen. Du läufst mit Lena hoch, Tom. Ich kann das nicht. Ich wette, die ist mega unspektakulär. Die sieht nur cool aus. Lauf doch nicht weg! Mit mir musst du sportlich unterwegs sein. Ich glaub's auch. Ich war ja nur gestern wieder 2 Stunden Sport machen. Ja, ich lag gestern auch 2 Stunden auf dem Sofa. Aber wie willst du mich denn filmen? Ich weiß nicht, willst du die Kamera mitnehmen? Jo, gib her. Susan. Hallo? 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 Ist da jemand? Man sieht einfach gar nichts, meine Damen und Herren. Hallo! Warte, ich muss ISO hören, man sieht wirklich nichts. Okay. Man sieht nicht nur meine Füßchen. Hallo! Ich komme nicht mehr runter. Hallo? Hallo! Also wenn ich das sehen möchte, nicht mehr. Doch, möchtest du? Nein, ich komme nicht mehr runter. Hallo, schießt du meinen Kopf? Warte, Tom, warte, bleib da hängen. Das klingt einfach so, als wäre der... Jetzt, Tom, jetzt darfst du dich fallen lassen. Ja, mit Fallen hat das hier wenig zu tun. Doch. Wow. Hallo, kommen Sie auch mal? Ja, ich bin dabei. Tom? Hallo. Ich rutsche halt gar nicht. Das ist wie Kahn in den Schwimmbädern. Das ist wirklich so. Jetzt will ich auch noch mal. Das kann jetzt... Das war mega uncool. Guck mal, wie glücklich sie rennt. Lauf, Forrest, lauf! Aber komm, der letzte Abgang, der war nochmal schön, fand ich. Ja, das ist halt der einzige Abschnitt, wo ich gerutscht bin. Hey, ich komme! Sie hören Oma Danja? Er rutscht doch! Ah, es rutscht doch! Nein! Hä? Holy! Der freie Fall am Ende ist es. Ja. Der freie Fall am Ende ist wild, Leute. Ist absolut wild. Da ist noch eine Rutsche. Wo ist eine Rutsche? Wo ist da? Los. Ja, los. Los. Hier. Okay. Mal Wettrennen zu dem Dings. 5er für den, der zuerst da ist. Ich hab's nicht mal gehört. Achso, ja, dann müsst ihr das nochmal machen. Ich gönn dir ja die 5 Euro. Wie viel Cash kriegen wir heute? 10 Euro, wenn ich sie hochschaffe. Hallo? Ich habe Geld auf dem Spielplatz. Ich bin fast runtergefallen. Tom stellt hier eine Filmszene nach. Auf dieser Brücke. Mega welche. Sonst mach den Jack Sparrow Run rüber. Den kann ich, glaube ich, nicht. Doch, kannst du. Lena, was möchtest du der Welt mitteilen, bevor du hier runterrutscht? Ich bin eine gute Cutterin. Du solltest sie schubsen, Tom! Oh, ich hab's nicht. Tom, was möchtest du der Welt mitteilen, bevor du rutscht?
Ich möchte für 400 Euro die Wii haben von Danja. Das war ein echt unspektakulärer Rutsch für eine 400 Euro Wii, muss ich sagen. So, ich will auch noch was mitteilen der Welt. Halt ja, mal. Musst du hoch. Geh mal möglichst komisch da hoch. Möglichst komisch? Ja. So komisch, wie es geht. War das gerade der sterbende Schwan? Kennt ihr das Spiel Human Fall Flat? Das sah ziemlich so aus. Das war meine Inspiration. Hier kommt meine Nachricht für die Welt. Kauft meinen Merch. Dankeschön. Gesundheit. Prost. Das hat sich befreit angefühlt. Okay, komm, wir machen jetzt noch ein Wettrennen als letztes. Ja. Was? Ihr zwei gegeneinander? Nee. Da muss er die Kamera halten. Ihr zwei gegeneinander. Jetzt, Tom bereitet sich vor. Tom nimmt das richtig ernst. Ey. Wer zuerst da oben bei dem Klettergerüst auf der Spitze ist, auf das ihr zuerst hochgeklettert seid, ne? Oh Gott. Der bekommt... Warte kurz. Hier den Kampf. Der bekommt von mir... einen Zehner. 3, 2, 1, go! Eieieiei. Guckt sie euch an. Nein! Oh, oh! Erster! Da hat Lena gewonnen! Da hat Lena ganz eindeutig gewonnen, Tom. Oh Mann! Oh Gott! Ey, the stress is real! GG! Starker Start, Tom, aber da hast du nachgelassen. Ja, das war blöd. Ja, da hast du nachgelassen. Herzlichen Glückwunsch, Lena. Ich bin der König der Welt! Ja. Vielleicht von Gütersloh. Das war, hallo, oh, das war... Oh, oh, ui. Oh, Junge, ich hab mich gerade nicht mehr kennen. Das hätte jetzt im Krankenhaus geendet. Da hätten wir aber rausgefunden, ob du versichert bist. Ich teile. 5. Die 10 Euro hätte ich dann für deine Krankenhausbehandlung ausgegeben. Leute, das war heute das erste Video vom Spielplatz. Wir werden hier noch ein weiteres aufnehmen und dann bleibt mir nichts anderes zu sagen als Ciao, Kakao. Tschö. Bye, bye. Hast du eigentlich schon den neuen Avatar jetzt geguckt, Tom? Meinst du den Film oder die Serie? Die Real-Life-Verfilmung? Von Last Airbender. Yes. Nee, habe ich noch nicht. Hast du die Serie? Ja, Daniel? Hast du deine Tür auf? Nein. Ich mache auch nicht auf. Hä? Ich ruf dir das mal an, ne? Mach mal. Hä? Warte mal. Ey, die geht doch nicht dran. Die ist am Fenster. Tom? Ja, was denn? Das Ding läuft. Das Ding läuft. Ja, super. Ich nehme mal kurz die Kamera. Ja, Mäuschen, was wird das? Ja, hallo. Warte, mach ich dich mal auf Lautsprecher direkt. Was ist dir gut? Sitzt ja recht bequem. Was soll das? Herzlich willkommen zu eurer Challenge. Ihr seid zu lange im Auto eingesperrt, bis ihr alle meine Rätsel löst. Beziehungsweise Aufgaben, was auch immer. Alles, was ich euch auftrage. Ja, her damit. Komm. So, eure erste Aufgabe wird es sein. Und darauf freue ich mich wirklich schon ganz besonders. Ihr werdet jetzt ein kleines Duettchen trennen. Oh nee. Ein Duettchen? Ja, ihr könnt euch den Song aussuchen, den ihr wollt. Wichtig ist, dass jeder von euch eine Strophe alleine singt und eine nochmal zusammen. Ich hab dich ja gerade schon... Ja, aber da kann ich, glaube ich, keine Strophe von singen. Hä, wenn wir einfach die Lyrics sonst... Ich den Refrain. Ja, wir müssen den Refrain, suche ich die Lyrics raus, ist doch kein... Ach so, ja, okay, ja, das können wir machen. Das könnt ihr machen, aber ich möchte hier auch ein bisschen Performance sehen. Also ich will das von hier aus auch wirklich sehen, dass ihr das macht. Ach so, meinst du, wie soll ich mich denn hier tänzerisch in Form bringen? Wir müssen aber vielleicht einmal die Kamera wieder da vorne hinstellen, damit wir beide auch performen können. Ja, natürlich. Oh Mann. Ich sing mal die Lyrics schon mal. Ja. Sag mal, Danja, hast du es nicht letztens schon mit Kahn gemacht? Ja, stimmt. Macht dir das so viel Spaß? Okay, vollständiger Text. Wir müssen eine komplette Strophe singen. Oh, Entschuldigung. Muss hier nicht mein Bein brechen. Entschuldigung, ich wollte nur ein bisschen zu. Jetzt habe ich halt. Okay, dann singe ich das. Ich kann den, ich weiß nicht, ob ich die Melodie hinkriege. Ich auch nicht du mehr. Du singst das und das singen wir dann zusammen, okay? Okay. Ich weiß halt nicht, wie die Melodie von dem Song geht. Ich auch nicht mehr, lustigerweise. There comes a time
When we heed a certain call. When the... When the words come together as one. There are people dying, and it's time to let an end to life. The great gift. We can't go on pretending day by day that someone somewhere else soon make a change. We are all part of God's great big family, and the truth, you know, love is all we need. Okay, ja, jetzt musst du die Kamera mal nach vorne aufstellen, damit wir beide performen können. Performen? Hier kommt's, Leute. Ich fand's aber schön, dass man im Hintergrund Danja tanzen sehen hat. Okay. We are the world. We are the children. We are the ones who make a better day. So let's start giving. There's a choice we're making. We're saving our own lives. It's true, we'll make a better day. Just you and me. Das war richtig schön. Also das war wirklich toll. Danke. Also können wir jetzt raus. Ich bin mit der nächsten Aufgabe bei euch. Was? Hä? Die ist aufgelegt. Ja, oh Mann. Was hast du zum Schluss gesagt? Ja, sie meldet sich gleich mit der nächsten Aufgabe. Was kann es noch peinlicheres geben als unseren Gesang jetzt im Internet? Oh, Tom. Obwohl, mich hat man, glaube ich, schon mal singen gehört im Internet. Warte, halt mal. Weil ich weiß auch nie, ob wir sonst auch komplett drauf sind. Ich auch nicht. Sieht man mich? Ja, sehr schön. Das wird das Thumbnail. Okay. Ah, so. Jetzt sieht man nur mich. Ich melde mich gleich mit der nächsten Aufgabe. Checkt nee, mal auf der Kamera, ob der Sound soweit passt und nichts piepst. Na super. Ja, dann dürfen wir erstmal kurz einmal auf Stoppy Stop drücken. Was machst du da? Keine Ahnung, man soll mich ja sehen. Okay, ja, dann bis gleich. Wir sehen uns gleich wieder. Tschüss. Hallöchen. Mir scheint, als würde der Sound passen. Mhm, super toll. Weißt du was, was mich gerade noch ereilt? Schlechte Verbindung stand bei mir gerade. Mädel. Oh, man sieht's glaube ich nicht. Oh, Daniel. Nee, das sieht man nicht, aber da ist der Übeltäter. Also, was kann es jetzt noch Schrecklicheres geben, als wie wir beide schräg singen? Ich hänge euch jetzt ein Schild ins Fenster. Und Tom hat ja vorhin gesagt, wie unheimlich gut er gucken kann. Oh ja. Und das müsst ihr jetzt lesen. Mhm. Und dann müsst ihr das, was da drauf steht, machen. Okay. Boah, was. Ich hab Angst, ne? Tauscht eure Plätze. Man sieht es halt leider in der Kamera nicht. Ja, tatsächlich ziemlich stark gelesen. Ich glaube, es ist auf jeden Fall am besten. Oh, nee, das ist. Wie machen wir das jetzt? Ich komme jetzt einfach hier dahinter. Irgendwie da. Das ist auf jeden Fall besser. Wir haben jetzt nochmal gesagt, wir sind agil. Wir können das. Ich versuche dir möglichst viel Platz zu machen. Wir können ja jetzt auch alles das schon mal gut lesen. So, wenn du jetzt dran vorbeikommst, dann haben wir schon den Sechser im Lotto. Boah, ich bin halt groß. Das ist das Problem. Ich dachte, du wolltest was anderes sagen. Oh. Ey, jetzt pass auf, ey, gleich kommt der Zettel. Wieder eure Plätze tauschen. Oh. Ich glaube, ich pack, Mädchen. Ich würde ja gerne dann zum nächsten Flughafen fahren, wenn das so weitergeht. Das war sehr anstrengend. Ach was, ging doch. Oh, so, war es das jetzt? Hat sie aufgelegt eben? Ja, sie hat aufgelegt. Jetzt? Sie hat sich da auf jeden Fall gerade den... Da bewegt es sich. ...den Ast abgelacht. Jetzt sehe ich Katze. Ja, super! Wow! Herzlichen Glückwunsch! Hallo Katze! Ah, Hefe, hol uns raus! Sie hält Hilfe gerade im Fenster und sie weiß, dass ich das Katzenbaby es gern streicheln würde. Mhm. Ja. Also, Aufgabe besteht jetzt daraus, dann ja beim Katzenschmusen zuzugucken. Ich würde sie auch gern filmen, man sieht halt nur leider gar nichts. Man sieht nichts. Warte mal. Komm, Hilfe ist doch auf unserer Seite, oder nicht? Boah, stell dir mal vor, ich wäre vorhin nicht mehr auf die Toilette gegangen. Das ist Stress jetzt, ne? Ich hätte jetzt Stress. Ich hätte jetzt richtig Stress. Oh. Ja, ich will mal so freien, ne? Ja, einfach auf annehmen. Ist das hier einfach? Ah, hallo? Echen. Hallo.
wunderschönen guten Tag. Was hast du gesagt? Einen wunderschönen guten Tag. Achso, einen wunderschönen guten Tag. Ich werde euch jetzt gleich die nächste Aufgabe schicken. Ja. Und zwar wird das ein kleines Rätsel sein. Also ja. Behaltet eure Handys im Auge, okay? Okay, alles klar. Findet ihr Hefe eigentlich niedlich? Ich finde ihn unheimlich niedlich. Ja. Du sehr kennst gut meine Meinung. Oh, ich schicke euch mal ein Foto. Dann tauschen wir mal, würde ich sagen. Ich habe dir schon dein Handy rausgesucht. Sehr gut. Kriegen wir beide dasselbe. Rätsel. Bist du rätselbegeistert? Kannst du gut rätseln? Es kommt drauf an. Ich war ja auch schon öfter in so Escape Rooms. Ja. Ja, Moinchen hat sie dasselbe geschickt. Mein Gott, Leute, vielleicht könnt ihr das ja sehen. Hat sie gar nichts geschickt. Es ist so toll. Oh. Ob läuft überhaupt noch? Ja, ich glaube schon. Erschreckend. Aber da steht Fokusmodus. Was ist das? Ich weiß es nicht. Ich auch nicht, aber unten steht auf jeden Fall Rack. Alles gut. Läuft deine Zeit? Nein. Es läuft. Tom, mach mir keine Angst. Ja, du, aber ich hatte selber Angst. Jetzt kannst du gucken, ob man den Süßen sieht. Süß. So. Ich habe übrigens einen wundervollen Spitznamen für Kleber immer. Kennst du den schon? Nein. Luxbaby. Das ist mein Luxbaby. Jedes Mal, wenn sie kommt, Luxbaby. So, ich hoffe, man sieht uns. Ja, sie tippt schon. Also wir sehen Danja, ihr könnt sie nicht sehen, weil es bringt nichts. Also ihr würdet es einfach nicht sehen. Ich habe es eben versucht abzufilmen, aber ja, es ging nicht. Also die Sonne knallt aber auch. Zum Glück ist haben wir hier. Ist noch einigermaßen okay. Aber wenn es hier zu warm wird, ey. Mädel, hol mich raus. Ich finde halt auch, ich weiß nicht, wie das dir geht, aber ich finde, in einem Auto ist extrem schnell schlechte Luft. Ja. Ich finde, jetzt ist schlechte Luft hier drin. Oh, sie hat den Duftspender auch wieder weggenommen. Ich habe den nämlich letztens noch dran gemacht extra und ich habe ein Rätsel. Du hast ein Rätsel? Ja. Ich habe nichts. Dann lese ich mal vor. In meinem Bauch, da wohne ich. Ein kleiner Helfer, zart und schlicht. Ich blase auf den Teig geschwind und mach ihn locker, luftig, geschwind. Was bin ich? Oh, sag mir doch fein, der kleine Helfer, der im Teig muss sein. Hefe. Hätte ich jetzt auch gesagt. Ist ja Hefe. Ja. Was war das Erste? In meinem Bauch, da wohne ich. Das verstehe ich nicht. In meinem Bauch, da wohne ich. Also das ist das Einzige, wo ich mir so denke, hä, was hat das, was ist das Zweite dann? Ein kleiner Helfer, zart und schlicht. Ja. Gibt es, auch in mehreren Formen. Ich blase auf den Teig geschwind, Hefe. Das war für mich klar, das muss Hefe sein. Aber was hat, ich verstehe den Anfang nicht. Vielleicht, weil wir, also Hefe gibt es ja in so vielen Dingen schon, in Brot zum Beispiel. Alles Gebäckmäßige hat ja viel Hefe. Vielleicht hat sie heute Morgen einfach Brot gegessen und sich deswegen gedacht, gut. Also ich würde sagen, wir loggen Hefe ein, oder? Ja, Hefe. Ja, sie klatscht. Oh, sie klatscht, Wunderbärchen. Sehr schön. Ich frage mal, können hier raus. Oh, ich ahne schon wieder. Na dann. Ja, Rätsel ist gelöst. Können wir gehen? Wo wollt ihr denn hingehen? Sag mal, warum hast du den Duftspender mitgenommen? Den hättest du ja dann wenigstens mal drin gelassen. Ich habe den doch letztens erst neu hier dran gebracht. Hallo? Dieser Duftspender ist noch im Auto, aber da der so extrem doll noch gerochen hat, habe ich den erst ein bisschen weiter nach hinten in den Kofferraum getan, Lena. Aber da du den ja so vermisst, kannst du natürlich als nächste Aufgabe sehr gerne diesen Duftspender aus dem Kofferraum rausholen. Good luck. Wie komme ich daran? Warte mal, seht ihr nicht. Warte. Muss Lena das machen? Du kannst es auch machen, Tom. Obwohl ich eigentlich besser finden würde, wenn Lena das jetzt machen müsste, weil sie den ja jetzt vermisst hat. Ich bin das nächste Mal einfach ich ruhig. Ich habe einen längeren Arm. Kann man das Ding nicht irgendwie... Sonst warte. Dun, 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 kann man das hier irgendwie zurückschieben? Danja, ich will dein Auto nicht kaputt machen. Kann man das zurückschieben, dieses Plastik? Das kann man. Heiliges Schneewittchen, wie krieg ich denn das? Tom, kann man das nur von da hinten wieder nach vorne schieben? Hallo? Ja, Entschuldigung. Ein bisschen kann man das nur von da hinten ausschieben. Ach, ist da so eine Abdeckung oder was? Ja, was denkst du, was ich da am machen bin? Ja, weiß ich nicht. Siehst du das nicht? Doch, jetzt. Ach, da. Ja, das ist natürlich doof. Ja, das ist natürlich doof. Und ich mit meinen kleinen Ärmchen. Deswegen frage ich ja, ob man das nur hier nach hinten schieben kann. Aber wie komme ich wieder nach hinten? Ja, das kannst du jetzt herausfinden, mein Lieber. Ich muss dich ja filmen. Ja, komm, gib mal her. Jetzt filme ich deine Akrobatik. Ist egal, ist Danjas Auto. Wenn du es schmutzig machst, ist doch egal. Danja, du bist eingesperrt, mir ist alles egal. Gott, Alter. Ja, sag aus, ich sehe schon. Oh Gott. Ja, man sieht noch deine Hand. Ja, stehst du vor demselben Problem wie ich? Warte, ich habe eine andere Idee. Eine andere Idee. Was
klingt doch super. Oh mein Gott, juhu. Juhu. Wie sieht der aus? Weiß. Das ist so ein weißes, wie so ein Schächtelchen, so ein langes, längliches, steht auch Ritual drauf. Tom, du zerquetscht mich. Aber das ist okay. Ich hab ihn. Warte. Ja, ist okay. Klein Hähnchen wird gerade zum Pfannekuchen. Wie komme ich denn jetzt wieder zurück? Das ist mir jetzt so egal. Ich sehe es gerade, es ist sehr witzig, was ich hier gerade habe. Tom hat es gefunden. Ja. Oh. Oh Gott, ich kann wieder atmen. Oh. Oh. Oh Mädel. Wie mit dem Duft? Oh. Ja, es strömt mir in beide Nasenlöcher rein. Es ist wunderbar. Es ist so warm. Ich weiß. Weißt du was? Ich mach das jetzt hier auch. Hallo, schmeiß mein Handy nicht weg, Kollege. Ich mach das jetzt hier dran. Ich mach das jetzt hier dran. Da. So. Ihr dürft jetzt die nächste Aufgabe machen. Ja. Dafür musst du, Lena, dich vorne auf den Fahrersitz einmal setzen. Ich entwickle gerade Hass. Du, wer muss denn klettern? Ich oder du? Was habe ich denn gerade gemacht? Das mache ich denn hier? Also so diagonal ist ja kein Problem, aber ich schwöre dir, wenn ich hier raus bin. Mädel, der ist ja echt zu langweilig da. Warte mal. Aber jetzt sitzt du. Ich weiß nicht, ob ich mich bei dir bedanken soll oder ob ich dich als nächstes gemacht ist. Ihr dürft euch jetzt beide 5, jeder von euch darf sich 5, so dass es insgesamt 10 sind, Flachwitze aus dem Internet raussuchen. Oh, ich habe direkt einen on the fly. Die müsst ihr euch dann gegenseitig erzählen und ihr müsst euch dabei in die Augen gucken und ihr dürft nicht weggucken. Okay, ja, das kriegen wir hin. Ich habe ein Problem, mein Bein steckt. Dein Bein steckt fest? Mein Bein steckt. Warte mal. So, jetzt hat sie aufgelegt, ja, super. Lena. Jetzt sind wir unter uns. Ey, jetzt guck dir mal die Akrobatik jetzt hier an. Boah. Sehr stark, so. Gott. Ich habe 2 schon on the fly. Gut, ich bin... Sie hat nicht gesagt, dass wir nicht lachen dürfen, ne? 100 Flachwitze zum Totlachen. Gut, ja, wir lachen uns jetzt bestimmt richtig tot. Ja. Sie hat nicht gesagt, dass wir nicht lachen dürfen, ne? Bist du ready? Ich nehme einfach die ersten 5, ich weiß selbst nicht, was kommt. Möchtest du anfangen, soll ich anfangen? Fang du an. Was ist ein Keks unterm Baum? Ein schattiges Plätzchen. Okay. Was trinken Führungskräfte? Leitungswasser. Warum ist dein Fisch eigentlich so nervig? Irgendwie ist was. Ein Stör einfach. Ein Stör. Den kannte ich schon ein bisschen. Was kommt aus einer defekten Kaffeemaschine? Ein Cappuccino. Oh. Haha. Was sitzt auf dem Baum und ruft Aha? Nicht der Kuckuck. Ein Uhu mit Sprachfehler. Oh. Hast du ein Bad genommen? Warum? Fehlt eins? Was liegt am Strand und redet undeutlich? Dann ja, die ich gleich in Sand versetze. Auch, ja, aber auch eine Nuschel. Da fand ich meinen besser. Wie nennt man ein Kaninchen im Fitnessstudio? Pumpernickel. Stark. War das so? Es waren das 4 bei mir. Was ist braun, klebrig und läuft durch die Wüste? Ein Karamell. Egal wie gut du schläfst, Albert schläft wie Einstein. Ich glaube, Danja ist die Einzige, die lacht. Mm, ja, klasse. Herrlich. Die Sonne knallt auch wirklich jetzt richtig, ne? Oh, guck mal, hier ist noch einer explizit für dich. Warum können Bienen so gut rechnen? Oh, weil sie rück... Ne. Weil sie sich den ganzen Tag mit Summen beschäftigen. Haha. Ha. Hallo. Na? Hallo. Na? Wie geht's euch so? Mir ist sehr warm. Deine Verbindung hier ist sauschlecht, ne? Ja, was soll ich sagen? Also, ihr könnt euch jetzt gleich mal darauf einstellen, ganz genau darauf zu achten, was ich sage, denn ihr werdet jetzt gleich von meinen Lippen ablesen müssen, welchen Zoll ich hier drin performe. Tom, enttäusch mich nicht. Okay. Also prägt euch mein schönes Gesicht ein. Macht ihr das jetzt erst ernsthaft an der Scheibe? Ich habe Angst, dass die Kamera nicht mehr läuft. Läuft die Kamera noch? Ich guck mal, wie sie läuft. Das Problem ist, wenn das jetzt irgendein Taylor Swift-Song ist, kenne ich den nicht. Jetzt lacht sie auch noch. Okay, so. Hello Darkness, my old friend. Hello Darkness, my old friend. I've come to talk to you again. Ja, sie applaudiert. Ist ja nicht so, dass wir den Song heute wirklich schon so oft spielen müssen. Wir haben heute schon ein paar Mal gehört. Hallo. Hello.
Hello Darkness, my old friend. Das hat dir wirklich echt schön gemacht, muss ich sagen. Danke. Mhm. Passt zur Stimmung. Kommt auf die letzte Aufgabe schon. Ach, sehr gut. Ich gehe hier auch langsam ein. Einer von euch beiden darf jetzt in den Kofferraum gehen. Und sobald einer von beiden im Kofferraum ist, werde ich das Auto öffnen. Lena, das kann ich nicht machen. Ich weiß, ich habe schon von meinem geistigen Auge gesehen in dem Moment, wo sie es gesagt hat. Ja, ich mach's. Ich schwöre dir, wenn ich gleich da reinkomme, ne, renn. Aber mach das auf jeden Fall so, wie ich da gerade das Ding geholt habe. Ich passe da überhaupt rein. Ich bin zwar klein, aber ich weiß nicht, ob ich so klein bin. Oh. Schön da öffnen. Das klemmt, oder? Das ist nicht nur Mist. Das ist nicht nur mein Problem. Ja, versuch's halt hier, da. Hier geht's. Moini, erstmal mit aufräumen. Ey, wie komme ich da jetzt durch? Kannst du einmal kurz an die Seite gehen, damit man sieht, wie viel Platz da ist? Es ist wenig. Ey, ich schwöre dir, ey, das Mädel kann gleich rennen, was das Zeug hält. Die nimmt ihre Beine gleich in die Hand. Sonst, Lena? Nein, was? Möchtest du vielleicht einmal die Kamera kurz nehmen und sie im Kofferraum platzieren, damit man das dich vielleicht sieht? Weil so sieht man immer nur deinen Rücken. Ja, es tut mir leid, Guys. Ja, Daniel steht auch noch draußen. Boah, ich schwöre dir, renn. Geht in den Kofferraum. Ey, hier komme ich doch nicht hin. Hier sind Regenschirme. Das ist ja hier Survival auf höchstem Niveau. Mach die Tür auf. Mach die Tür auf. Ich bin im Koffer. Ich bin hier drin. Tom, hier ist mein Schlick. Warte. Dann komm mal raus, Lena. Ja, Tom, du bist ja leider nicht im Kofferraum, ne? Vergiss es. Das ist ja jetzt echt ärgerlich. Das haben wir leider nicht gesehen. Aber nein, lass mich hier auch raus. Das darf doch jetzt nicht wahr sein. Jetzt sitze ich auch noch alleine. Das war einfach nur unfair. Bin sauer. Hallo. Ist nicht meine Schuld. Ich weiß. Mach dir keinen Vorwurf, Lena. Ja, Tom. Das Schöne ist eigentlich, dass Lena sich jetzt deine letzte Aufgabe aussuchen darf. Ja. Aber ich muss diese Aufgabe auch abnicken. Das bedeutet, es darf nicht sowas sein wie sag deinen Namen rückwärts oder sowas. Es muss schon. Das wäre voll schwer bei meinem Namen. Nee, wäre es nicht. Lena, denk dir was aus. Und je länger du überlegst, desto länger sitzt Tom im Auto. Wir melden uns. Toll. Oh Mann, ich muss hier raus. Ich möchte einfach nur hier raus. Es ist so warm hier drinne. Und ich möchte nicht krabbeln. Ich möchte wirklich nicht krabbeln oder mich körperlich anstrengen. Sie diskutieren lebhaft und schauen mich dabei an. Es ist unangenehm. Ja, okay, sie nimmt das Handy auf. Es könnte sein, dass meine Aufgabe jetzt kommt. Hallo. Es tut mir leid. Ich musste mir noch eine Aufgabe ausdenken. Und da du nicht in den Kofferraum passt, komm, Tom. Danach bist du auch frei. Tanz mal eine Runde auf der Rückbank. Ach Mann. Du darfst ja auch Musik anmachen. Nee, ich mach das ohne Musik, ist unangenehmer. Dann. Danke. Oh. Wie tanzt man denn auf einer Rückbank? Oh, man sieht mich, glaube ich, gar nicht. Ja, komm. Yeah. Ich tanze so unfassbar gut und mit so viel Enthusiasmus. Sie sehen mich gerade auch beide nicht. Deswegen kann ich das noch so. Wann kommen Sie denn? Ich habe eine Tür gehört. Oh ja. Ja. Moves können sich wiederholen, das ist nicht schlimm. Ja. Oh, frische Luft. Oh, frische Luft. Willkommen in der Freiheit. Oh mein Gott. Uhu. Wie war's? Warm. Warm, ja. Kann ich mir schon vorstellen. Ich hoffe, dein Auto ist richtig dreckig jetzt. Wie war's? Ich sag's dir, ich hinterlasse jeden Krümel voll so gern da drin. Ne? Ich hoffe. Ich bin richtig schön auf den Sitz getreten. Oh, sehr gut. Also Leute, ich hoffe, ihr hattet heute Spaß. Ich hatte auf jeden Fall welchen und da bleibt mir nichts anderes zu sagen als... Ciao. Kakao. Ja, moin Leute. Herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Heute spiele ich gemeinsam mit Karl, aber nur eine PC. Kannst du dich mal ein bisschen bewegen, bitte? Achso, bin ich jetzt für die Tastatur zuständig? Ja, du bist zuständig für die Tastatur. Oh, aber wir müssen uns heute... Kannst du aufhören, so mit die ganze Zeit jetzt schon... Ein PC-Teil. Schon anfängt. Hör auf, Mann! Was? Du der...
Guck mal. Also so funktioniert das heute? Ja, aber du musst auch darauf achten. Ja, wir sind eingefroren. Ist das ein neuer Modus? Anscheinend. Wir werden heute unterschiedliche Spiele spielen. Wir fangen an mit Murder Mystery und dann noch ein paar andere Spiele. Freut euch darauf. Es wird großartig. Und zwischendurch tauschen wir auch. Kannst du nicht mal... Guck mal. Kannst du doch mal laufen, Mann? Warte mal. Nee, warum stehst du? Lauf jetzt! Eine Minute! Lauf! Warum? Da läuft die doch. Warum läuft die? Eine Minute! Du bist doch YouTuberin, oder? Dir muss es doch gelingen, gleichzeitig zu spielen und zu kommentieren. Warum schaffst du das nicht? Bist du so aus der Übung mittlerweile? Was ist denn dein Problem? Natürlich kann ich das. Du spielst ja nicht. Ich bewege mich ja. Du läufst ja die ganze Zeit in die rein. Ja, aber... Ja, guck mal, du läufst doch in den auch rein. Warum läufst du? Kannst du mal aufhören? Lass doch die Kameraperspektive so, wie sie ist. Nein! Lass sie doch! Du musst doch was sehen, oder nicht? Ja, aber ich bin doch geradeaus die ganze Zeit. Ja, guck mal hier. So, ich geh jetzt nach hier unten, so. Ja, und da wird sich keiner finden, oder was? Nö. Geh doch nicht darunter. Das ist das bekannteste. Das ist das bekannteste. Kannst du mal bitte jetzt einmal den Blick bitte. Seit es dieses Spiel. Guck mal, wir haben jetzt noch eine Minute und. Das ist das Versteck ever. 5 Sekunden. Ja. So, ich sage, wir werden in dieser Minute werden wir kein einziges Mal mehr gefunden. Wir bleiben jetzt hier stehen. Okay, da ist jemand, aber der ist auch unschuldig. Meinst du? Ja, safe. Woher weißt du das? Ja, ich weiß das einfach. Ja, hervorragend. Danke, Kahn. Wirklich großartig. Das war eine tolle Prognose. Das waren 10 Sekunden, okay? Ja, aber keine ganze anderthalb Minuten. Lauf doch! Warte mal, ich brauche erstmal Platz. Ich brauche jetzt erstmal Platz. Du läufst doch. Warum läufst du gegen die Wand? Das ist eine Frage, die ich dir in Real Life jeden Tag stellen könnte. Ja, und aber guck mal, ich sehe doch, du musst doch nur da lang. Ich hab erstmal ein großes Problem damit. Was hast du überhaupt für einen Modus? Ja, keine Ahnung, das weiß ich doch nicht. Sehe ich aus wie der Entwickler von dem Spiel? Sehe ich aus wie der Entwickler von diesem Spiel? Weißt du, wie du aussiehst? Du siehst wie jemand aus, der überhaupt nicht... Gefrierschränke gewinnen, alles klar. Du siehst aus wie jemand, der überhaupt nicht weiß, was er gerade tut. Gefrierschränke! Hallo, ich hab dir gerade was gesagt, reagier mal ein bisschen drauf. Was ist das, was ich dir gerade gesagt habe? Ja, ich höre dir nicht mehr zu. Was war das denn jetzt hier, Gefrierschrank? Ja, keine Ahnung. Das war dieser Freeze-Mode oder irgendwie. Ja, keine Ahnung, ist das jetzt neu? Ja, anscheinend. Freezer-Mode. Ja, nach 5 Jahren wird Murder Mystery auch mal geupdatet. Ja, und jetzt? Ja, geh doch ins Haus. Was ist denn? Keine Fabrik. Haus ist viel zu klein. Mach eine Fabrik. Da steht Haus 2. Ja, das ist ein neues Haus. Ah. Wir müssen tauschen. Ah, müssen wir jetzt tauschen? Ja, müssen tauschen? Ja, jetzt siehst du mal, wie schlimm das gleich wird. Ja, du machst jetzt wahrscheinlich absichtlich schlimm. Sehe ich doch schon. Oh, das macht so viel mehr Spaß. Ey, jetzt. Oh. Ja, ich wusste es. Dass du einfach mit Absicht auch noch grausig machst. Wirklich. Kann. So, das ist jetzt. Das ist jetzt aus der Vogelperspektive. Murder Mystery aus der Vogelperspektive. So. Boah, das ist aber auch schön, bevor so eine Obi spielen, ne? Auch ein bisschen schlimm. Boah, Alter! Alter, ich sehe doch einfach nichts. Man darf nur 2 Sekunden gucken. 1, 2, so. Ah! Ja, super! Wo ist denn aber jetzt hier... Also ich muss sagen, dafür, dass du das hier gerade echt richtig schlimm machst, haben wir lange überlebt bisher. Das finde ich schon fast ein bisschen... Da ist Pizza! Wer ist auf der Pizza drauf? Ja! Weißt du, was total witzig ist? Die Person ist gerade auf uns draufgesprungen. Wir waren schon in der Vogelperspektive. Okay, was ist jetzt daran so witzig? Ja, war witzig, weil halt die Vogelperspektive... Hast du eigentlich wieder einen Pickel hier? Ja, deshalb habe ich dein Sternchen. Ja, aber ist das nicht... Warte mal, stopp. Ist das nicht auffällig? Lass doch den Pickel. Der ist doch nicht so auffällig wie dieser... Es geht nicht darum, dass es auffällig ist. Es geht darum, dass ich nicht die ganze Zeit mit meinem Patientchen da rumfahre. Ja, weißt du, was komisch an dieser Sache ist? Ja. Du machst das ja gefühlt jeden Tag dran. Ja. Meinst du, das hilft dann wirklich? Naja, ja, dass ich da halt nicht dran gehe. Ja, dann steht halt woanders wieder im Gesicht ein Pickel. Und außerdem fragt mich dann immer jemand, ob ich ein neues Tattoo habe. Also ich nicht. Müssen wir jetzt wieder tauschen? Ja, und wir spielen doch jetzt ein neues Spiel. Ist doch großartig, oder nicht? Welches Spiel spielen wir denn jetzt? Wir spielen jetzt eine Obi. Ja, okay. Das kann eigentlich funktionieren. Eine Obi. Oh, guck mal hier. Oh. Ist das die... Die erste? Nein, die haben wir bei einem Obi-Turnier mit Tom gespielt. Achso, ist die gut? Ja, ist okay. Okay, dann gehen wir da mal rein. Ja. So. Müssen wir jetzt tauschen? Nee, erstmal können wir noch so bleiben. Okay. Erstmal können wir so bleiben und dann tauschen wir gleich. Guck mal, sieht aus wie Danja. Meinst du, bei ihr wird so ein Stern auch helfen? Ich habe aber meine Haare unsinnig grau. Die sind stimmt. Ja. Okay, so. Pro-Gamer, natürlich. Let's go. Also geht nur aus Perspektive 1. Ja, es ist doch gut jetzt. Kannst du... Mach das doch mal gescheit, Alter! Oh, guck mal, ein Kätzchen! Ja, dieses Kätzchen. Alter! Ah! Mann! Kahn, jetzt gib dir doch mal Mühe. Ich geb mir Mühe. Du gibst dir gar keine... Bruder! Ich
Du musst aber auch ein bisschen höher springen, so. Oh nein, du hast Schiffblock aktiviert! Kahn. Oh, guck mal, ist das ein schönes Bild. Claudio! In 20 Jahren. Ah, bin ich denn jetzt? Oh! Oh Mann, man muss da klicken. Ja, okay. Gut. Komm, jetzt mach das mal mit hier. Tu doch zumindest so. Hier, nimm die Kekse weg. Und da klicken. Wo? Da! Wo? Ich sehe es nicht. Ja, ist okay, komm. Ich krieg die Krise hier. Ich mach das jetzt vernünftig, okay? Ja, Danke. Ich habe das mit Lena auch schon gemacht, Kahn. Oh, das wird jetzt schwierig. Alter, warum hast du den Pro-Modus eingeschaltet? Oh, Pro-Modus heißt auch, du musst dir auch Mühe geben. Ich gebe mir Mühe. Oh, guck mal. Das ist aber süß. Die Katzen. Das ist aber voll süß. Okay, vielleicht macht sie gerade auch diese Challenge. Ich würde es bezweifeln. Ja, das war jetzt zur Abwechslung mal ich. So, ja los, komm, jetzt mache ich ja vernünftig. Ja, was? Wie springst du denn? Was ist denn mit dir los? Hallo! Ich hab doch gar nichts gemacht. Jetzt aber richtig, ne? Ja. Ist vernünftig, ich hab nur nach oben geschaut. Warum hast du denn nach oben geschaut? Ja, los, springen. So. So. Weißt du, wie schwer das ist? Weißt du, wie unheimlich schwer das ist? Guck mal, ich mach gar nichts. Ich mach gar nichts und trotzdem kriegst du es nicht hin. Kannst du ein bisschen runter machen, den Blick, bitte? Bisschen nur. Danke. Kannst du mal bitte drehen? Du kannst auch Shift-Lock einfach aktivieren. Ja, aber dann sehe ich ja trotzdem jetzt nichts. Danke. Guck mal, hier wie gut. Wo müssen wir denn jetzt hin? Hier hin. Sicher? Ja, und dann da drauf. Okay. Willst du auf den Knopf drücken und dann tauschen wir? Nein, du drückst auf den Knopf. Du machst das aber vernünftig, bitte. Ich mach das immer vernünftig. Mach mal Shift-Lock aus. So, los, geh. Spring! Spring! Hüpf! Hier, Leiter! Hä, was für eine Leiter? Da! Wo? Guck nach rechts, da. Ja, ist doch perfekt. Ja, also ich finde, ich hab das schon ein bisschen besser gemacht. Danja, was machst du denn da? Wo ist man jetzt? Hä? Wo ist sie jetzt? Oh, da, da. Hä? Sie schläft. Du musst nach hier. Sind wir richtig gelaufen? Ja. Das kam mir vor, als wäre ich rückwärts gelaufen. Das kam mir vor, als wäre ich rückwärts gelaufen. Mein Name ist Danja und ich bin... Also, die Animation kam etwas überraschend. Sei jetzt auch nicht so... Danja. Macht dir das Spaß? Ja, guck mal. Aber da ist Schleim, wir müssen vorsichtig sein. Oh, ja. Stimmt. Oh, du kannst ja... Oh, du kannst springen. Ja, ich kann springen in diesem Spiel. Warum so doll? Baby, pass doch mal auf. Wenn das nicht mehr geht, ne? Das ist nicht meine Schuld. Wir haben das hier auf Video. Ist kein Problem, ich habe noch 3 weitere Tests. Entschuldigung. Kannst du mal... Weißt du, ich habe das zumindest nicht da gemacht, wo wir verfolgt wurden. Nein, gar nicht. Ne? Du hast es an keiner schlechten Stelle hast du das gemacht. Ne? Ja. Nie, immer total passend gewesen. Los. Ah! Du bist aber auch übelst langsam. Kannst einfach mal ein bisschen schneller gehen. Kannst einfach mal ein bisschen schneller gehen. Mach doch. Mach doch. Guck mal, ist doch nicht so schwer. Ist doch nicht so schwer. Guck mal, läuft doch. Hä? Da ist... Lass es! Da ist sie und jetzt... Guck mal, ich versuche ruhig zu bleiben. Ich versuche... Was versuchst du ruhig zu bleiben? Eine Balance... Wo versuchst du... Wir haben vor diesem Video noch besprochen, dass wir eine Balance bei uns finden. Ja, kann! Aber jetzt, wenn wir mal ganz ehrlich zu uns sind, ne? Das wird hier nichts mit Balance finden. Vor allem nicht, wenn wir beide zu zweit an einem PC sitzen müssen. Da finde ich keine Balance. Voll in die Kamera. Erst einmal, Balance will ich sowieso nicht finden. Balance? Ich will die Balance finden, nicht die Balance. Entschuldigung. Bist du auch so ein Typ, der Balance früher mit G geschrieben hat? Nee, glaube ich nicht. Doch. Doch, du siehst schon so aus. Du siehst schon so Balance. Aus. Balance. Nein, Balance. Balance. Voll witzig. Ja, ich bin so witzig. Jetzt geht's im Knopf! Ich hab das gar nicht vermisst. Wir haben uns seit 2 Wochen nicht gesehen, aber ich hab's gar nicht. Wir haben uns so 2 Wochen einfach gar nicht gesehen. Das ist schon sehr, sehr selten bei uns. Ich dachte, die kommt jetzt nicht mehr. Wir haben doch den Knopf gedrückt. Was machst du? Hallo? Nein! Ah! Nein! Stopp! Au! Hör doch auf! Nein! Hör doch auf jetzt! Guck mal. Nein, ich will
Bildschirm. Guck mal, ich schieße jetzt die Oma ab. Guck doch mal. Ja. Hä? Ach so, ich hab keinen. Oh, was ist leer gewesen. Hä, aber da machst du doch den Bildschirm kaputt, oder nicht? Warte, ich teste jetzt. Oh, das war knapp. Warte, ich teste das. Okay, funktioniert nicht. Also Oma lebt immer noch. Ah! Ah! Schmerzen. Ich blute, glaube ich. Ja, ich glaube auch. Ist so schlimm, muss ich zusammentackern? Kannst du jetzt mal bitte weiterspielen? Ich mach nur Spaß. Hallo! Ich mach nur Spaß und du machst direkt ernst, Mann! Ah. Au! Aua! Nein! Du hast dich voll verändert in diesen zwei Wochen. Ja, wirklich. Du bist voll aggressiv. Abgehoben, aggressiv. Du bist voll aggressiv geworden. Seitdem du in so einem großen Haus wohnst, bist du voll aggressiv geworden, ey. Macht man das so bei den Reichen? Das macht man so bei den Reichen. Mit Ankleidezimmer? Und du musst gar nichts sagen, mein ganzes Haus ist immer noch günstiger als dein Auto bei den Reichen. Ja gut, das stimmt. Können wir jetzt kommen, jetzt mal vernünftig. So, wir wollen das jetzt mal hier vernünftig spielen. Wir machen das jetzt, komm, vernünftig. So. It's the... Welcher Song sollte das werden? Eye of the Tiger! Achso. Ist schon gedrückt. Lauf, 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 lauf! Ja, mit drücken kennt sich dann ja aus. Lauf, jetzt! Hä? Aber guck mal, ja, aber guck mal, warte. Wir haben das jetzt gerade übelst vernünftig doch schon gemacht. Ja, aber du bist ein bisschen, guck mal nee, jetzt. Nee, nicht ich, du läufst. Guck mal jetzt. Du läufst doch. Hier, lauf jetzt mal Ideallinie, bitte. Tu ich doch. Du guck einfach nur auf den Boden und lauf. Ich drücke auf W. Ja, ist gut. W für laufen. Ja, du musst hier nicht anhalten, einfach laufen. Guck mal, Bruder, warum läufst du? Du läufst doch. Ja, aber du läufst einfach dagegen. Ja, aber du läufst doch. Wo müssen wir denn jetzt hin? Nach oben, guck mal, da ist eine Leiter, da ist eine Leiter. Okay, dann auch drauf dann. So, drücken. So, jetzt nach oben gucken. Eigentlich musst du gar nichts machen, nur nach oben gucken. Na, dann beweg dich mal. Siehst du? Siehst du? Siehst du? Guck mal, wie gut ich das mache. Ja, hast du schön gemacht. Ja, guck. Meinst du, wir schaffen die? Wir schaffen die. Meinst du, wir schaffen die? Boah, jetzt wird's schwer. Das war jetzt richtig gut. Boah, ich bin so gut. Ich schwöre, ich bin so gut. Weil du überholt hast auf dieses kaputte Ding da drauf. Ich schwöre, ich bin so gut. Ich brauch dich eigentlich gar nicht. Dann lass ich's. Nee, ich glaub nicht. Ich glaub nicht, du. Ja, siehst du? Sag. Siehst du, guck. Jetzt brauch ich dich nicht mehr, siehst du? Brauch dich nicht mehr. Ich muss jetzt hier noch kurz warten, bis das... So. Talk to you again. Ha, jetzt komm, ist okay. Daniel, ich brauche deine Hilfe, du machst das richtig gut. Sehr schön, wusste ich doch. Okay. Let's go. Jetzt hat sie uns wieder überholt. Los, lauf! Lauf! Hallo, guck mal. Ey, voll gut. Du bist die Profis. Als würden wir schon jahrelang Roblox spielen, oder? Ja. Okay, Karin, jetzt. Guck, jetzt wird Zeit. Rund. Kannst du ein bisschen Too Fast Too Furious Musik machen? Nee. Doch, komm schon. Nee. Komm schon. Nee. Mach! Nein. Sonst lass ich's gleich sein. Nein. Nein, dann musst du singen. Mach du doch Fast and Furious Nein. Musik. Nein, nee. Mach du doch. Nö. Mach du doch. Nein. Mach du doch. Nein. Mach du doch. Wir haben sowieso verloren. Na danke. Wir haben sowieso verloren. Ja, und was bringt uns das? Weißt du wieso? Weil du keine Fast and Furious Musik angemacht hast. Wie soll ich den jetzt anmachen? Ja, also einfach singen. Nee, will ich jetzt aber nicht. Doch, mach mal. Ich will aber jetzt nicht. Ich will aber jetzt nicht. Kannst du Get Low singen? Get Low? Ja. Nee, ich will nicht. Get Low, Get Low. Dieser? Ja. To the window. To the wall. To the wall. Ja, okay. Gut, dann machen wir das ohne Musik. Und wir haben einfach keinen Spaß heute. Das ist okay. Wir arbeiten hier. Wir versuchen hier keinen Spaß zu haben. Das, was man auf der Arbeit sonst auch... Was ist denn mit dem Bett? Warum ist sie denn so schnell? Den Batmobile-Song mache. Möchte ich nicht. Passt gerade nicht. Okay.
Das muss auch passen dann, ja. Sie ist übelst schnell. Die ist voll schnell, oder? Du musst auch da drauf. Ich bin doch da drauf. Ja, aber... Wir haben sie überholt. Ich wollte halt einfach hier kurze Strecke fahren. Ich verstehe auch bei dieser Obi nicht. Wir sind raus und jetzt fahren wir wieder rein. Bist du sicher, dass die Batmobile-Musik nicht passt? Jetzt ist sie vorbei, ne? Nein, das dauert noch. Boah, wir haben noch über 10 Stufen, die wir schaffen müssen. Oh. Hä? Das war ich nicht! Wie hätte ich das denn jetzt beeinflussen sollen? Hui! Siehst du? Ah, okay, ich darf keine Leertaste drücken. Boah, ich dachte, wir wären gerade wieder tot. Ein bisschen kritisch. So, okay, weiter. Guck mal, das funktioniert jetzt so ja, richtig. Ja, warum? Weil ich das... Nein, da nicht! Okay, Free Cookies keine, ist... Keine Free Cookies? Ist nicht gut. Ich wäre jetzt gerne zu den Free Cookies. Ich hätte wär falsch. Wär falsch. Keks. Ja, aber wahrscheinlich wären wir da gestorben. Boing. 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 Hör auf, mir immer mit der Nerfgun zu drohen! Ich hab gar nichts gemacht! Also, das ist eine Armbrust, okay? Von Minecraft. Die hast du mir doch die geschenkt. Die hab ich dir geschenkt, wollte ich gerade sagen. Die hast du mir geschenkt. Darf ich die auch mal kurz haben? Nein. Bitte. Nein. Nein. Das ist anstrengend. Ich muss auch mal was trinken. Ja. Das ist voll anstrengend. Ich bin auch total angestrengt, denke ich. Nicht so nah! Warum geht es nicht? Ich muss er ziehen. Achso. Wie muss ich ziehen? Hier. Ja, das. Da. Bist du blöd? Das. Oh! Oh! Das war... Komm, die schießt. Was? Gib mir mal. Das ist ja voll cool. Ja, aber schieß nicht auf mich. Top. Aber das macht man nicht. Ja, das macht man nicht. Oh! Das tut gar nicht weh. Sorry, aber das tut gar nicht weh. Das ist übelst gut. Das tut gar nicht weh. Ah! Wie konntest du so reinfallen? Ich werde dir dieses Kissen, wenn ich dir jetzt gleich gegen dein Gesicht hau, und in dieses Kissen habe ich schon gefühlt 4000 Mal gefurzt. Bitte nicht das Furzkissen. Bitte nicht. So. Das ist eklig. Können wir jetzt bitte die Obi hier mal zu Ende spielen? Ist okay. Können wir uns jetzt mal wieder ein bisschen benehmen hier? Guck mal. Läuft doch. Ja, weil ich das gut mache. Ja, aber ich auch. Ja, du guckst einfach nur in eine Richtung. Ja, du aber sollst nach oben schauen. Ja, du hast einfach gesagt, ich soll einfach nur in eine Richtung gucken. Ja, ist okay, dann du musst dich mal alles wortwörtlich nehmen. Muss ich. Du musst auch oben schauen. Ich hab oben geschaut. Ja, ist okay. War dein Fehler. Jetzt auch. So. Guck Bitte. Nach da. Wir müssen da hin, Mann. Kannst du auch mal klug sein? Kannst du mal nicht so gemein sein? Nö. Ich gebe hier alles. Alles gebe ich hier gerade. Mein ganzes Geld. Oh, dieses Labyrinth, das ist so blöd. Warum? Weil es blöd ist dann ja. Ein Labyrinth macht keinen Spaß. Echt nicht? Es macht einfach keinen Spaß. Kannst du mal den Gartenzwerg bitte in Ruhe lassen? Hallo. Oh, ach, wir werden verfolgt. Ja, ich glaube, Daniel hat sich verliebt. Den Gartenzwerg? Ja. Ich habe eigentlich voll Angst vor Gartenzwerg. Wo müssen wir denn hin? Müssen wir den Gartenzwergen folgen? Weiß ich gar nicht. Ich weiß gar nicht, wo man hier nochmal rauskommt. Wir müssen auf jeden Fall schnell sein. Hier, rechts, hier. Ich bin ein Riesengartenzwerg. Hier. Ja. Da. Oh! Das war die falsche Richtung. Und es war nicht meine Schuld, wollte ich nochmal sagen. Klar. Ja, was? Klar. Wir sollten den Gartenzwergen folgen. Die werden uns schon auf den richtigen Pfad führen. Siehst du, da ist der Gartenzwerg. Folgt doch mal einfach dem Gartenzwerg. Ah, stimmt. War wohl richtig. Ja. Okay. So. Hallo? Ich wollte nur mal gucken, vielleicht ist irgendwo eine versteckte Truhe oder so. Was erwartest du dir dann davon? Ja, keine Ahnung. Ich springe so gut, ehrlich. Ich mach das so heftig. Schläfst du deshalb jetzt besser? Eigentlich schon, ja. Eigentlich schon. Na dann. Ah!
Einfach geradeaus dann. Das war krass. So, jetzt kommt ein Endkampf. Okay. Das, da bist du jetzt gefragt mit der Maus. Oh, okay. Okay. So, weil du musst jetzt. Auf wen denn? Auf die Omas, die jetzt kommen. Ich sehe noch keine Omas. Da. Da. Du musst auch treffen. Ja, ich treffe doch. Achtung, da. Oma. Shiftlock an. Oma. Omas! Omas! Du meinst Omas! Ah! Oh Gott, das ist eine XXL-Oma da. Eine XXL. Du musst vorsichtig sein. Ja, ich bin noch vorsichtig. Ich bin mir nicht so sicher, ob sie wirklich Hüterin des Kekses ist. Nee, das kann sie nicht sein. Wo war denn gerade die? Oma! 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 Huiuiui. Die kommen ja aber auch überall aus der Ecke, oder? Ja. Wie viele auch? Warum so viele immer? Mann, ah! Mann, wie lange denn? Wir haben es geschafft. Aber richtig knapp. Guck mal auf die Lebensanzeige. Mhm. Es ist schon bald Feierabend hier. Ich rüberspringe. Lieber. So, sicher ist sicher. Ja. So. Oh, ich glaube, da oben haben wir es geschafft. Wenn wir jetzt den Kampf nochmal machen müssen, dann müssen wir nicht. Richtig mit. Warum sind wir immer noch hier drauf? Ja, ist doch gut. Ja, aber wir sind jetzt voll langsam. Ja, wir fahren da jetzt. Ich glaube, dieses Spiel dachte einfach, hier kann man gar nicht sterben. Also wird man hier nicht respawnen, sozusagen. Sondern nur mit. Ja. Guck mal, wie ich fahre. Guck mal, wie ich das Lenkrad bitte halte. Guck mal nach unten. Da oben bist du schon. Guck mal nach unten. Ja. Wo ist mein Körper? Eine Sache machen wir gleich noch. Eine einzige. Nur eine. Eine kleine Sache machen wir noch. Spende! Was? Alles gut. Andere For You Page. Ach so. Ding, 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 ding. Okay, so geschafft in 1139 Sekunden. Guck mal, wir sind Platz 2, ist voll gut. Weil auch nur 2 Leute da sind. Ja. Auf und dem Server. Also, und okay, was jetzt noch? Wir packen noch eine Adopt Me Egg Gemeinschaft. Oh, yo, yo, das kann funktionieren. Ja, aber dafür gehe ich wieder an die Tastatur. Und natürlich machen wir das mit deinen Robux. Ich glaube, die haben auch schon wieder neue Pets geschickt und. Ja, hast du noch nicht gesehen? Habe ich noch nicht gesehen. Ich habe meine schon mit Claudio abgetreten. Weißt du, ich habe ihm das gegeben, weil ich dachte, er freut sich so voll. Und was hat er gesagt? Habe ich schon. Guck mal, voll der ehrlich, ey. Habe ich schon. So, ich habe. Guck mal, ich habe. Verzierter, gehörnter Frosch. Okay. Voll viele Getränke haben wir bekommen. Ja, los, geh mal jetzt. Warte, stopp, wir können doch hier. Oh, das ist aber ein cooles Pet. Oh, der ist aber cool aus, ja, der Frosch. Ja, das ist immer ein cooler Frosch. Ich glaube, der könnte vielleicht in Neon auch ganz nice sein. Geh da jetzt hin! Ja, ist okay. Welches Eck haben wir eigentlich momentan? Immer noch dieses Wüsteneck. Desert? Ja. Ja. Sollen wir das auspacken? Mhm. Ja, dafür brauche ich aber kurz eigentlich hier. Bisschen Cash? Cash in a Tash! Boah, ich muss voll kurz. Don't. Nein, bitte nicht. Du hast vorhin ein Ei gegessen. Bitte tu es nicht. Ich bitte dich im Namen aller Menschen, die sich hier in diesem Büro aufhalten. Und das bin gerade nur ich. Ich mach das aus einem Grund nicht. Weil ich selber mit dabei bin. So. Und das ist ganz schlimm. Okay, wir brüten das jetzt aus. Mhm. Was, ich bin Frau Ross, was ist denn nochmal jetzt hier das Legendary? Das muss jetzt ein Legendary sein eigentlich. Nein. Ja! Es ist ungewöhnlich. Okay. Ja. Also ein Kaktus oder. Oder dieses Sphinx. Oh, dieses Sphinx. Ja, also Leute, das war heute Was Can für coole Pets? Can und Danja zu zweit an einem PC. Ach, okay, das ist das. Streitfrei. Vulk. Ciao, Kakao. Vulk? Vulk? Vulk. Was ist was ist denn ein Vulkan? Hä? Was ist ein Vulkan? Ist das was Neues? Manchmal denkst du auch, ich bin richtig dumm, oder? Ja, es gibt. Schwör mal, du denkst, ich bin dumm. Manchmal ja. Die denkt einfach, ich wäre dumm. So, ist das gerade dein Ernst? Manchmal, da sagst du so Sachen, da weiß ich nicht. Meint er das jetzt ernst? Ja, moin Leute, herzlich willkommen zu Cans 100.000 Abonnenten. Wir sind heute mal wieder zusammen im Studio, was selten vorgekommen ist in den letzten paar Wochen. Und wir machen heute eine Mal-Challenge. Ich finde das echt, also das ist echt ein bisschen traurig. So. Es ist geschehen, wie es geschehen ist. Wir machen heute eine Mal-Challenge. Und zwar ist ja. Es so. Ja, warum schon?
Warum schon wieder eine Mal-Challenge? Also bei mir musst du keine Mal-Challenge aufnehmen. Wir malen quasi beide ein Bild an und nach einer Minute müssen wir das mal tauschen. Ah, okay. Und dann immer weitermalen. Ah, verstehst du? Ich verstehe. Ja, mein Handy brauche ich noch für. Ja. Was hast du gerade gemacht? Ich habe gar nichts gemacht. Was hast du gerade gemacht? Hast du mich gerade schon wieder nachgeäfft? Nein, würde ich nicht. Hey, du bist so nett, du bist so sympathisch. Aber das stimmt. Das kann man gar nicht machen. Das Kannst du aber aufhören, mein Studio ständig auseinanderzunehmen, wenn du dich hinsetzt oder aufstehst? Ja, ich mache. Was war das denn? Ja. Da wird mir echt schlecht. Das ist okay. Okay. Weißt du schon, was du malen willst? Nein, eigentlich nicht. Kannst du mir nicht vorgeben oder so? Sag doch, was ich machen soll. Es geht doch darum, dass wir das eben nicht wissen, damit der andere das dann eventuell. Ach so! Ja. Okay. Okay. 3, 2, 1, Start. Oh Mann. Alter, das geht aber schnell hier, ne? Die Zeit ist gleich weg. Also ich bin schon relativ weit. Ich weiß nicht, ob du es bei mir überhaupt noch falsch machen kannst. Okay. Sollen wir jetzt kurz zeigen, was wir schon haben? Ja. Okay, also so sieht das jetzt bei mir aus. So sieht es bei mir aus. Okay, muss ich bei dir noch was machen? Ja. Ah, okay. Ja gut, bei dir weiß ich ja, was es ist. Was ist es denn? Und am besten die Stifte zurückpacken. Ja. Dann weiß ich nicht, welche Farbe es ist. Alter, hier ist sogar kein Platz mehr oben. 3, 2, 1, Start. Ist das ein Dinosaurier? Ist das ein Dragoran? Was ist das? Du hast gar keinen Platz gelassen. Deine Katze sieht ein bisschen menschlich aus, hab ich so das Gefühl. Vielleicht ist es keine Katze. Was denn sonst? Ist das auch ein Hase? Das ist kein Hase, das kann doch gar kein Hase sein. Warum? Darum. Darum kann ich bin fertig. Ich glaube, es ist schon fertig, ja. Ja, willst du noch einen Hintergrund vielleicht malen oder sowas? Ja, das kann ich ja nicht alles wissen. Das ist jetzt echt ein bisschen hässlich. Was ist das denn? Was ist das? Mann, wie habe ich denn in einer Minute das gemacht? Und das? Das geht so schlauer. Das ist also ich habe deine Katze zu Ende gemalt. Ich finde, das sieht gar nicht so schlecht aus. Mhm. Hat Pfoten bekommen. Eine Runde tauschen wir noch. Und dann? Ja, noch Hintergrund und so. Ach, müssen wir das jetzt komplett? Ja. Jetzt verstehe ich. Okay. So. Aber muss ich das jetzt angepasst an deins? Also muss ich das jetzt weitermachen? Ja, jetzt weitermal. Kannst du den Hintergrund so malen, dass es passt? Ja, okay, alles klar. Gut, wieder eine Minute. Okay. Ja. 3, 2, 1. Es tut mir auch ein bisschen leid, weil du hast halt echt gut angefangen bei dem Bild. Ich muss sagen, ich habe mein Bild eigentlich ziemlich gut angefangen. Ja, wirklich, deshalb tut es mir auch übelst leid, aber ich wusste auch nicht so richtig, wie ich das da oben lösen soll. Ich bin halt auch nicht Katja. Ich kann halt auch nicht so übelst gut zeichnen. Ja, das kann Katja ja auch nicht. Also, Entschuldigung, Katja. Sorry, Katja. Das kann ja, okay, das nehme ich zurück. Das wollte ich gerade sagen. Das kannst du hier jetzt nicht so hinstellen. Du hast auf Start gedrückt, oder? Ja. Zeit ist um. Okay, Zeit ist um. Zeit ist um. Zeit ist um. So. Sind wir jetzt fertig? Nein, hier Achso, oben. Okay. So, einmal zeigen. Ja, was hast du denn da hingemalt? Leitern? Ja, werde ich dir gleich sagen. Was hast du denn noch gemalt? Eine Wiese, wow. Also, ich glaube. Eine Blume. Ja, eine Blume, wow. Also, bei dir ist es ganz klar, es ist eine Katze auf einer Wiese. Ja. Okay, was könnte es bei mir sein? Ein Transformer. Dragoran. Aber du bist schon richtig, es ist natürlich eine fiktive Figur. Ninja Turtle. Ein Drache. Zwei Versuche noch. Drache ist ordentlich. Das speit ja Feuer. Ja, was könnte das denn sein? Eine feuerspeiende Echse? Vielleicht. Letzter Versuch. Hä, was speit denn noch? Voll Glurak? Sieht aus wie Glurak? Da fehlen ja die Flügel. Ja, keine Ahnung. Das sollte, weißt du, was das werden sollte? Was? Bowser! Oh mein Gott, das ist so. Ich habe mich an Bowser orientiert da vorne. Ja, also das, ich wollte Bowser mal. Ich weiß nicht, was sollte das hier? Was soll das Blau überhaupt? Also warum auch Blau? Ja, ich kann. Gedacht, also das sollte sein Schloss sozusagen werden, aber ich bin natürlich ach, nicht fertig geworden. So, okay. Also nach Bowser sieht das jetzt nicht so aus. Nee. Wollen wir einmal noch das Bild tauschen und dann zum nächsten? Ja, aber wir wissen doch schon, was es ist. Ja, dann haben wir beide zweimal am Bild gemalt.
Nein, aber wir wissen doch jetzt schon, was es ist. Da ja, musst aber du das vorher kommunizieren. Das Bild doch, ist, wir machen das jetzt in der anderen Runde so, dass wir zweimal hin und her tauschen, okay? Du musst das doch vorher kommunizieren. Du musst alles vorher kommuniziert haben. Ja, das macht doch jetzt keinen Sinn. Jetzt soll der ganze Spaß weg. Ja. Das ist wie wenn man ein Video von dir öffnet. Da ist der Spaß auch direkt weg. Ich hab noch nicht nachgedacht, was ich machen soll. 3, 2, 1, Start. Mach doch einfach so, keine Ahnung, was dir so einfällt gerade. Ich fange jetzt mal andersrum an. Ich wollte mal neue Stifte kaufen, ne? Wolltest du? Ja, so richtig gute, die man so richtig gut ausmalen kann. Geht's halt so rum? Okay. So, also hier hast du definitiv wahrscheinlich noch keine Ahnung, was es werden soll. So, ich habe auch schon angefangen. Mhm. Oh, okay. Ja, okay. Okay, dann Start. Alter, der Timer geht richtig schnell. Das ist voll schnell, da kommt schon wieder, ist eine Minute um. Mann, ich dachte... Was ist das denn? Okay. Ja, ich habe nicht so viel geschafft. Aber du hast ja schon mal das Wasser erkannt, das ist ja nicht schlecht. Ja, gut. Was soll das? Warum das S? Guck doch die Haare. Was sollen die Haare sein? Ich dachte, das wolltest du so. Okay, gut. Wir wechseln jetzt noch zweimal. Mhm. Und Start. Nicht so einfach, ne? Du hast das jetzt halt hier auch wie so ein Meer irgendwie gemacht. Das müssen wir auch auf jeden Fall mal mit mehr Leuten noch machen. Nö, finde ich nicht. Vor allem, nein, wenn ich zwischendurch nicht immer eine Person ist, die gut zeichnet. Nein, finde ich nicht. Doch, finde ich nicht. Seid ihr so auf dem Stopp! Ist okay! Aha. Bitteschön. Dankeschön. Ja, wow, also sorry, dein Bild ist einfach... Das sagt überhaupt nichts aus. Hä, was soll das? Könnte auch von einem Fünfjährigen sein. Was soll das aus? Ja, das sagt schon was aus. Okay, 3, 2, 1, go. Ja, du hast gar keine... Doch, läuft. Okay. Alles gut. Okay, ich bin fertig. Was hast du gemacht? Ich hab ihn geschminkt. Okay. Und Nasenpiercing. Du sollst es auch vernünftig machen. Ich mach das vernünftig. Ja, weiß ich jetzt nicht. Eyeliner, bisschen roter Lippenstift, Nasenpiercing. Roastbeef, und ich habe ein Kamehameha gemacht. Ey, richtige Richtung. Okay, so. Ich habe das Gefühl, du hast einfach so einen Windows-Hintergrund einfach nur wolltest du malen. Ja, ich wollte halt einfach so eine schöne Landschaft. Ja, aber das macht doch keinen Sinn. Warum? Ich kann ja auch nicht ein Haus malen und sagen, hey, ich wollte ein Haus malen. Kannst du schon. Also, ich habe erst an Brookhaven gedacht, dieser Wasserfall. Mhm. Das sollte die Yacht in Brookhaven sein. Ah, da habe ich gar nicht dran gedacht. Das sollte ein Schatz sein von der Agency. Mhm. Und hier ist die Rutsche hier oben. Ja. Wen hast du? Das ist ja wahrscheinlich ein Super Saiyajin. Richtig. Wer? Keine Ahnung, war mir egal. Ich hab ja, Bulma war, ist das ganz bestimmt ich nicht. Hab und du hast ja Bulma gemacht jetzt daraus. Ich hab ein Das ist Super Saiyajin. Guck mal bitte da auf mein beim Mikrofon. Nein, nicht beim Mikrofon. Bei der Kamera! Ich habe keine. Das ist doch eine Pop-Up-Figur! Ja. Siehst du die Pop-Up-Figur nicht? Naja, schlecht. Wer ist das denn? Wer könnte das sein? Das könnte jede Funko-Pop-Figur mit schwarzen Haaren sein. Das Einzige, was ich sehe, sind schwarze Haare. Es ist ein Super Saiyajin. Also es ist Saiyajin. Ja. Welcher Saiyajin ist das? Ist so, Leute, ihr wisst wahrscheinlich ganz genau von den Videos, welcher Saiyajin ist als Pop-Up-Figur da bei mir auf dem Audio-Interface drauf. Ja. Werde ich jetzt nicht sagen, weil das müsstest du erkennen. Es ist nicht Vegeta. Doch! Okay! Aber deins war schon ziemlich schlecht. Hallo? Sag, wie es ist. Noch mal eine Runde? Ja. Ja, okay. Lass mich kurz nachdenken. Nicht gleich. Okay. Okay, 3, 2, 1, go. Alter, die Zeit macht mich wahnsinnig. Mann, das... Ich
habe ich hier? Och nö, das ist doch blöd. So, tauschen. Okay, 3, 2, 1, go. Das würde dich gleich ein bisschen nerven. Okay. Okay. Bitteschön. Okay. 3, 2, 1, go. Okay. Ja. Das muss ich hier irgendwie übermalen. Fällt mir nicht. Kann man ja auch Strähnchen haben, oder? Bisschen grün an den Haaren. Hättest du mir wenigstens ein schönes Kleid malen können. Okay. Warum geht das so schnell? Ich habe mir ein Kleid gemalt. Mhm. Okay, so noch einmal tauschen. Mhm. 3, 2, 1. Das ist jetzt hier aber wirklich die auf. Ja, ich bin eigentlich schon so zufrieden jetzt mit dem Bild. So, okay. Ja, okay. Das ist fertig. Mhm. Das, ich glaube, du wolltest deinen PC malen. Ja, und daraus ist geworden Toms Villa. Toms Villa. Ja, schön. Ich glaube, Tom, würdest du gerne an einem PC wohnen, wenn er so... Ich habe hier extra nur so ein Pikachu drauf gemalt. Ja gut, sieht jetzt ein bisschen komisch aus, aber ist okay. Für so, ja. Ja, aber stell dir vor, sieht so aus wie mein Tower. Ja. Ja, ich dachte, das bist du als Batwoman. Mhm. Ich habe dir auch den Bart gemalt. Mhm. Die Ohrringe sind gleichzeitig auch so... Was steht da drunter? Ach, Batwoman, okay. Und, sind auch gleichzeitig so Wurfsterne. Mhm. Das finde ich richtig cool. Ja, deine Arme sind einfach überproportional lang. Ja. Deine Beine halt kurz. Mhm. Ja. Ja. Ich finde, das passt. Ich habe schönes Kleid an. Ich wollte eigentlich, sollte das Prinzessin Peach werden. Ich weiß, aber ich habe es extra kaputt gemacht. Ich weiß, aber ich habe es kaputt gemacht. Ich habe es extra kaputt gemacht. Ja, sehr gut. Ich würde sagen, nächstes Bild. Okay. 3, 2, 1, Start. So, bitteschön. Also so sieht es bei Daniel aus, so sieht es bei mir gerade aus. Mhm, also hast du ein gutes Motiv ausgesucht. Okay. Ich weiß, was das ist. Gut, ne? Ich hasse den. Okay, mach weiter. Hallo, du musst jetzt erstmal weitermachen. Ich will nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Ich hab gesagt, du sollst noch nicht, willst du darüber machen? Du hast doch selber bei Instagram hast du. Ja, ich hab gesagt, bitte noch nicht, bitte warte noch kurz. Das ist noch zu frisch, hab ich gesagt. Was mal ich denn hier? Ich glaube, meins ist richtig gut. Okay. Okay. Ja, ich hab. Gut, dann tauschen wir mal. Ich bin ein okay. Hund. 3, 2, 1. Okay. Okay, letztes Mal tauschen. Ich
Los. Ich finde, das passt. Oh Mann. Okay, vorbei dann, ja, vorbei. Okay, sind wir fertig? Wir sind fertig, ja. Also. Okay, was ist das bei dir? Das ist mein Autounfall. Richtig? Mit dem Zaun und dem Haus? Mit dem Zaun, ich habe hinten noch die Mauern gemacht. Ja, sehr gut. Ich weiß ja nicht ganz genau, wie es aussieht. Dann hier habe ich jetzt noch meinen Türgriff. Ist der abgefallen? Okay, gut. Ja, sehr, sehr. Hier die Löcher. Ja, stimmt, die Löcher habe ich vergessen. Ja, das bin ich im Auto. Ja, und da, bin ich sehr traurig. Und da ist der Nachbar, der mir in den Zaun gefallen ist. Das ist ein Pferd, was ich als Hund verkleidet hat. Und es heißt Claudio. Es heißt Claudio und macht Geräusche mit Miau. Dieses Pferd hat Flügel, ist aber trotzdem kein Einhorn. Und es hat Vampirzähne auf. Ja, und es sitzt auf deinem kaputten Auto. Ja, also Karl hat sich direkt schon darüber lustig gemacht, dass mein Auto kaputt gegangen ist. Vielen Dank dafür. Du hast gesagt, ich darf das. Ja, darfst du. Habe ich auf Instagram öffentlich geschrieben. Leute, ich hoffe, ihr hattet heute Spaß mit diesem Video. Da bleibt mir nichts anderes zu sagen als ciao, Kakao. Tschüss. Wollt ihr nicht ja moin, Leute, sagen? Ja moin. Ja, ich ja, du musst uns doch abwechseln. Oh, ihr macht das nicht richtig. Ja moin, Leute. Herzlich willkommen auf dem Spielplatz. Das war richtig gut. Heute machen wir einen kleinen Spielplatz-Wettkampf. Wettkampf! Spielplatz-Olympiade. Zeigt bitte mal eure Fighting Pose. Okay. Warte, ich filme das einmal kurz ab, ja? Bitte einmal kurz stehen bleiben. Okay. Ja. Lena sieht ein bisschen gefährlich aus, ne? Lena sieht richtig gefährlich aus. Als würde sie uns real verpassen. Ha! Okay, wir gehen, würde ich sagen, zum ersten Ort des Geschehens. Und ja, zwar ist das mein Favorite-Ort. Die Seil. Let's go! So, Disziplin Nummer 1. Kontrahentin Nummer 1. Wettrutschen hier. Wie ist dein Gefühl? Könnte gut ausgehen. Danja nimmt die Zeit. Mhm. Es geht ab dem Moment, wo du vom Boden abspringst. Soll ich reinzählen? Zähl runter. Okay. 3, 2, 1, go! Das war intensiv. Das war 14 Sekunden und 93 Sekunden. Ich glaube, das ist schon stark. Das ist schon sehr stark. Ich wusste nicht, ob man zurücklaufen muss. Ich dachte einfach, das hat dann ja auch fies spät erst gesagt. Ja, das fand ich ja auch. Ja, ich weiß, es tut mir leid. Aber du hast es gehört. Wenn du es nicht gehört hättest, dann hätte ich gesagt, okay, dann machen wir das nicht. Aber du hast es gehört, also alles gut. Sehr spät habe ich es gehört. Ja. Ja, gut. So, Lena, willst du die Zeit nehmen als nächstes? Dann ja. Jetzt nimmt Lena die Zeit und es ist Danjas Versuch, 14 Sekunden zu schlagen. Danja, bist du bereit? Ja. 3, 2, 1, go! Warum rennt sie denn nicht? Es ist doch viel schlauer. Okay. Oh, aber knapp. Es war wirklich knapp. 15:30, Madame. Aber ich würde sagen, bei Tom, du bist ein echter Gegner. Ein richtig starker Gegner, finde ich. Ich bin kein Gegner, natürlich. Danja, sorry, aber wie lange brauchst du, um zu rennen? Aber es war unheimlich schön, da drauf zu schweben. Ja, ich weiß. Wirklich schön. Ich weiß, man will nicht mehr loslassen. Tom? Ja? You're ready, Danja? Weiß ich noch nicht, aber ja. 3, 2, 1, Start. Er rennt sofort. Bis es Klick macht. Das war eine richtig gute Entscheidung, denn Tom hat die erste Runde gewonnen. Wow. Let's go. Mit 13 Sekunden 15. Oh. Geil. Hat Tom hier stabil vorgelegt. Einmal Goldmedaille, Bronzemedaille, Silber. Viel erreicht für heute.
Naja, der dritte Platz gewinnt ja und so, ne? Die letzten werden die ersten sein, sagt man ja auch so schön, ne? Ja, genau. Ich bin Erster eigentlich geworden. Das wissen nur viele nicht. Ich habe die beiden gewinnen lassen. Das ist auch wichtig so. Man muss auch mal abgeben können, weil ich gewinne ja sonst schon immer. Heute gibt es nur Gewinner. Richtig, denn wir sind auf dem Spielplatz. Nächste Runde. Wo darf ich starten? Wo du möchtest. Du darfst es dir aussuchen. Hier ist Disziplin Nummer 2. Das große Klettergerüst-Gedöns. Ja. Und wir müssen natürlich bis da oben hinkommen. Beide Füße müssen diese Plattform berühren. Das heißt, beide Füße? Beide Füße, ja. Das heißt, ich muss nicht stehen oben? Du musst da draufstehen. Okay. Du musst draufstehen. Tom, du startest in dieser Runde. Ja. Lena, nimmst du die Zeit? Ja, ich nehme die Zeit. Okay. Kriegt der Gewinner heute eigentlich irgendwas? Also so der Overall-Gewinner? Ruhm und Ehre. Ihr habt in der letzten Challenge schon Geld bekommen. Ist ja auch mal gut. Ich packe nur. Tom, ja. Sobald du das blaue Seil in irgendeiner Weise angefasst hast, drück drauf. Okay. Kann trotzdem jemand runterzählen? Ja. Weiß ich irgendwie so. Lena zählt. 3, 2, 1, go! Ich hab noch keine Sekunde verloren. Durch was? Reaktionszeit. Ja, wir gucken mal. Also, Tom hat halt den Nachteil, dass er sehr groß ist und dementsprechend nicht so gut. Okay, stopp. 14, 10. Das ist schon. Das ist ziemlich flink. Mach mal einen Screenshot, obwohl. Wenn ich Start sage. Okay, dann überleg dir jetzt. 3, 2, 1, Start. Boah, das sieht mir so richtig nach unter 10 aus. Boah, das ist aber. Boah, stark. 11 Sekunden. Das ist richtig gut. Das ist richtig gut. Das war übelst gut. 11 Sekunden 1. Boah, das war richtig, richtig schnell. Sehr, sehr strong. Jetzt machen wir eine coole Pose zum Abschluss. Ui, ah, shit, wollte eigentlich mich dranhängen. Ja, das war jetzt so ein semi-cooler Abgang, würde ich sagen. Ich bin wieder langsam die Kraft weg. Was glaubst du? Kannst du Lena schlagen? Nein. Kannst du mich schlagen? Nein. 3, 2, 1, go! Ja, das sieht schon eher nach meinem Tempo aus. Oder? Ihr habt halt den Vorteil, ihr seid irgendwie so ein bisschen agiler so. Aber. Yes. Du hast ganz schön früh gestoppt. Zählte das nicht schon? Sie hatte nicht beide Beine drauf. Doch. Du hast den einen nachgezogen, da hatte sie schon gestoppt, aber ist okay. Den zweiten habe ich dann. Also ich habe, glaube ich, nicht das Bein, ich habe dein Knie als erstes gezählt. Das zählt, wie schnell. Ist okay, ist auch okay für mich. Es ist 13,51. Ja, ich sag da jetzt nichts zu, ne? Hier Mario Party und so. Aber wir lassen dann ja den. Ja, ist es okay. Also wären es jetzt halt so 13, wo ich so denke, ja, okay. Hätte ich halt auch safe nicht geholt dann, aber so ist schon ärgerlich. Das hätte reichen können. Ey, du warst dein Erster, vorhin warst du erst. Ja, nein, es ist auch okay. Boah, das ist auch bisher der uncoolste Abgang, glaube ich. Ich finde, das ist eher schon der interessanteste. Hä? Ich fand das voll fresh gerade, was ich gemacht habe. Echt, machen wir jetzt aber eine coole Pose. Oh, hat man das gesehen, dass das nicht absichtlich war? Es war absichtlich. Es war safe absichtlich. Ja, so, voll, weil, oder? Also, unabsichtlich war es nicht so cool, weißt du? Ja, so. Ja. Nee, es war richtig gut. Gut, damit geht Disziplin Nummer 2 an diese junge Dame hier. Und damit würde ich sagen. Disziplin Nummer. So, hier sieht man. Fighting Stances. Ich habe zu viel Avatar geguckt in letzter Zeit. Boah, es sieht richtig filmisch gerade aus. Sieht richtig filmisch aus. So. Wir könnten uns auch casten. Disziplin Nummer 3. So. Rutsche. Hier rutschen nach oben zu rennen und herunter zu rutschen. Und hier dann wieder zu stehen. Okay. Lena, hast du zugehört? Stoppt. Nee, Lena ist schon wieder. Lena hat schon wieder nicht zugehört. Lena sammelt irgendwelche Stöcke ein. Ja. Okay, also runterrutschen und hier stehen. Das ist nicht Seven vs. Wild hier, das ist Spielplatz-Challenge. Ich hab hier den Startpunkt gemacht. Okay. It's the start. Ich fange diesmal an. Ja. Dann ja, you ready? Ich bin ready. Dann 3, 2, 1, go! Boah. Jetzt hätte ich mich hier gerade auch noch was hingelegt. Ja, das geht schon schneller, ne? Aber sie rutscht auch. Ja, sie rutscht halt schnell, ne? Die beide hatten ja schon beim ersten Training ein Problem. So. Das ist safe schnell, das ist safe schnell. Boah, das ist richtig schnell. Bein, Bein. Yes. Also Rutsch ist echt schnell gewesen. 24,86. Oh.
Boah, ich muss dann wahrscheinlich auch so mit den Händen mich da durch. Wie fühlst du dich? Gut, dann. mach mal einen Screenshot am besten. Ja, ja, ich nehme die Zeit, ne? Soll ich einfach als zweites vor die Kamera gerade jetzt oder bist du als zweites? Wie du möchtest. Ja komm, nee, dann will ich noch ein bisschen Energie sparen. Ich mache es schlau. Schön die Sicherheit haben, welche Zeiten es gibt, ne? So, warte. Den habe ich eben nämlich an die Seite getreten, weil ich fast gefallen wäre. So. 3, 2, 1, Start. Ja, das ist ein guter. Also Tom ist auf jeden Fall nicht so oft passiv. Oh Gott, dann ja, ich will ja nichts sagen, aber so schnell wie der hoch. Oh Gott, das ganze Ding kommt gleich runter. Oh mein Gott. Okay, Nummer 3. Warte. Nummer 3, bist du die Rutsche runtergerannt? Ja, die hat mir auch wehgetan. Junge, hau. Hat mir wehgetan. Ja. Der zweite, der ins Krankenhaus ging, hat Betten auf heute. Das war worth it, aber. Also, das war schon strong. Das war richtig strong. Richtig strong. Also Daumen hoch. Sorry, aber das war wow, ich Daumen hoch. Ich habe alles in dieser Rutsche gegeben. Das hat man gehört. Ja. Das hat sie angehört, das würdest du dich gerade auseinanderbauen. Ich dachte auch wirklich, die bricht gleich hier so in die Mitte irgendwie. So, Lena? Ich bin ganz ehrlich. Ey, die Zeit, I don't know. 3, 2, 1, go! Bei 6 Sekunden. Lena ist auch sehr, sehr schnell. Ja. Aber schön, dass alle dachten, ich wäre schon schnell gewesen. Ah. 17 Sekunden und 7. Ei. Aber es war auch sehr. Da hat das so weh. Hier hat Tom gewonnen. Let's go. Das ist, glaube ich, schon dein zweiter Sieg. Mein zweiter Win, ja. Boah. Ey, das Ding hier, I don't know, Baba. Ey, das tut weh. Das tut richtig weh. Habt ihr hier jetzt ein bisschen traurige Musik eingefügt und so? Ein bisschen Regen, sowas? Bitte. No darkness, my old friend. I've come to talk to you again. Warte, echte Texte. Ja, Leute, wir sind bei der nächsten Disziplin und zwar Schaukeln. Wir müssen bei 3 Schauklern müssen wir so weit hoch wie möglich kommen. Deshalb stellen wir die Kamera gleich darüber, damit wir das perfekt vergleichen können im Nachhinein. Und ihr auch seht, dass es fair ist. Und wer am höchsten kommt, hat natürlich gewonnen. Wir haben nur 3 Schaukelanläufe. Let's go. 3, 2, 1, go. 1. 2, 3. Ja, die Technik sind auf jeden Fall die Füße, die müssen mit hoch, schon mal sehr gut. Soll ich einfach ein zweites machen? Ja komm, mach direkt nahtlos weiter. Tom hat natürlich auch extrem lange Beine, das heißt, er könnte sich da einen guten Vorteil verschaffen. Mal gucken. 3, 2, 1, go. Ui. Ja, oh nee, boah, das ist. Oh, ja, okay. Ich kann direkt. Oh nein, ich kann einpacken. Also das, ja, cool. Das brauchen wir nicht mal gleich ins Fettgewicht zu schauen. Und go! Nee. Oh nein! Ups, 1, 2. Nein! Ich würde mal behaupten, 3. Platz, Bronze für mich. Ja, ich glaube, ich würde auch behaupten, auch, 1., 2. Greta. Nächste Disziplin. Wir sind bei der nächsten Aufgabe und zwar ist das dieses Klettergerüst. Und zwar müssen wir hier die Kletterwand nach oben, hier entlang, über die Brücke, das nach unten, das Kletternetz, dann hier wieder rum, hier hoch. Und dann geht es weiter über die andere Hängebrücke und die Stange nach unten. Wunderbar. Easy peasy, oder? Habt ihr verstanden? Nach der Hälfte laufe ich einfach einen anderen Weg. Sehr gut. So, Tom fängt an. 3, 2, 1, Start. Ui. Ui. Oh. Junge. Ui. Und wieder hoch. Ja. Ja, das geht schon recht. Sagen. Hier geht alles, der Junge. Und die Stange runter. Stopp.
1956. Oh, das erzähl ich noch ein bisschen schneller gegangen. 1956. Oh. Amazing. Ich stoße mir gleich derbe den Kopf. Ja, ich hatte auch die Angst, aber ich habe sie irgendwie hingekriegt. Du kriegst es auch hin. Welcher Was glaubst du? Ich muss gerade gucken, welcher von denen stabil ist. Ja, hier nicht vorher testen, konnte ich auch nicht. Bist du ready? Nein, aber ich muss. Also, Daniel gibt das Signal. Los. Ja? Komm schon. Ja, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Und los, hoch. Komm. Und Ende. Hat Daniel jetzt mitgemacht? Aber du bist wesentlich besser durch das Fenster da gekommen als ich eben. Ich habe mir heute den Ellbogen, hier ist das Knie. Ja, ja, es ist ich hier. Ich bin nicht durch. Ich bin zu schwierig. Groß. Schwierig, es ist schwierig. Selbst mit meinen 1,62 bin ich zu groß. 26,25 hat es gedauert. Eieiei. Tom. Zufrieden mit der Zeit? Ja, hätte schneller sein können, aber Tom, ganz ehrlich, gute Leistung, echt. Jetzt nur noch du. My time to shine. Was glaubst du? Packst du? Ja, pack ich. Alright. Dann startet deine Zeit in 3, 2, 1, go. Ja, das ist stark. Stark. Oh, das hat voll weh. Alles gut? Ja. Let's go, let's go, let's go. Okay, ich habe einmal leider daneben geklickt. Du lagst bei 24 Sekunden. Und damit, glaube ich, vor Lena. Wenn ich mich nicht irre. Also Silbermedaille? Silbermedaille. Wenn ich mich nicht irre, aber ich gehe davon aus, ich glaube, Lena war bei 26. Sehr, sehr stark. Es ist gerade noch was voll Witziges passiert. Ich weiß nicht, ob man es im Schnitt sieht, aber... Mega witzig war das. Das ist ja so typisch. Ja, vielleicht haben wir jetzt gerade noch mal 20 Minuten noch mal im Öhren gesucht. Ja. Vielleicht ist er bei meinem Parcours rausgeflogen, aber er ist wieder da. Lena hat ihn gefunden. Vielen Dank dafür. Vielen Dank. Bitte schau dir das nicht an, Florian. Schau's dir an. So, Leute, ich hoffe, ihr hattet heute Spaß bei dem Video. Ich weiß gerade nicht, wer gewonnen hat. Ich vermute, Tom hat gewonnen. Du müsstest eigentlich so oft, wie du gewonnen hast. Die Rutsche, die Schaukel. Ja, ich glaube. Ja, Tom. Tom hat gewonnen. Herzlichen Glückwunsch, Tom. Ich hoffe, wir haben hier nochmal einen Applaus eingefügt. Hallo, ich habe applaudiert. Ja, ich meine noch einen krasseren. So, als wären so 10 Leute hier, meine ich. Yay, Tom hat gewonnen. Meine Fresse. Tom, möchtest du einen Siegestanz aufführen? Ich weiß jetzt schon, wenn Kahn hier wäre, diese Laune wäre nicht entstanden. Glückliche Laune. Wow, direkt nochmal Kahn geflammt, obwohl er nicht da ist, der Arme. Leute, ich glaube, ihr hattet heute Spaß und dann bleibt mir nichts anderes zu sagen als ciao. Kakao. Ja! Stopp! Ja, vergessen. Was? Nichts haben wir vergessen. Doch. Ja, moin Leute, herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Heute gemeinsam mit Kahn, Tom und Claudio, dem Kameramann. Was warum lacht ihr? Das ist nicht Claudio, sondern ist es Claudio, der Kameramann. So, du bist nicht Claudio. Du heißt ab sofort der Claudio, der Kameramann. Claudio fängt einfach fast an zu heulen hinter der Kamera an. Ja, warum bist du so fies in letzter Zeit? Seitdem du so reich geworden bist und in einem neuen Haus bist, ist es schon ein bisschen, ist so, ne? Mann, egal was du sagst, solange wie mein Haus günstiger ist als dein Auto, kann ich dieses Argument nicht zählen. Das stimmt nicht. Leute, wir machen heute eine Imposter-Challenge, aber heute mit Getränken. Das bedeutet, es gibt immer eine Person, die ein falsches Getränk hat. Und dann müssen wir herausfinden, wer lügt. Okay, ich würde sagen, wir bereiten mal die erste Runde vor. Warte, ich habe es nicht verstanden. Wie geht das jetzt? Ja, jetzt erkläre ich es. Okay. So, das sind die Getränke für Runde 1. Und zweimal Zitronensaft. Jetzt schauen wir mal, ob sie das erraten werden. So, okay, ich gebe euch jetzt nacheinander die Becher. Okay, müssen wir die Augen jetzt zumachen? Ihr könnt jetzt die Augen zumachen, ja. Ich bin gespannt. Ah, so. Dann ja, warum schließen wir? Dann geben wir erstmal den ersten Becher. Da, hast du? Mhm. Wo ist es? Dann halt, stopp, Vorsicht, Kahn. Darf man dran riechen und so? Ja, du darfst dran riechen.
Und wenn wir gleich trinken, Augen noch zubehalten oder aufmachen? Zubehalten am besten. Okay. Dürfen wir jetzt trinken? Ja. Also beim Trinken noch Augen zu. Dann ja? Ja. Wird nur austrinken oder müssen wir? Ja, ihr müsst schon austrinken. Okay, und Augen wieder auf. Ja. So. Dann erzählt doch mal, was hattet ihr denn da so drin in euren Bechern? Tom! Ja. Ich muss sagen, mir hat es geschmeckt. Also müsst ihr jetzt herausfinden, wer das andere Getränk hat. Ja, sozusagen. Genau. Okay, verstehe. Mhm. Also ich muss sagen, mir hat es geschmeckt. Ich mochte diesen milden Ton von der Flüssigkeit. Ja. Also es war jetzt... Also es war jetzt nicht so perfekter Geschmack. Also ich bin jetzt nicht so der Fan von Saft oder so, aber es ist okay. Es war zumindest süß, das ist das Wichtige. Okay. Fandest du es süß? Es ging so. Bei mir war es sehr, es war so ein bisschen dickflüssiger irgendwie. Stimmt, dickflüssig war es, ja. Ja, ihr könnt ja ruhig sagen, was für ein Saft das ist. Also dann finden wir ja eigentlich schon heraus, wer es ist und wer nicht. Mhm. Aber vielleicht wollen wir ja, oder okay, wir noch nicht, nein, noch nicht, wir wollen ja nicht vorweggreifen. Ja, und wir müssen also, dann wissen, weil das ist... Nein, von uns drei, es kann ja auch von mir sein. Also es kann auch, also das mit dem dickflüssig ja passt und deswegen sage ich, ist das so mit diesem Saft. Das gefällt mir halt nicht so. Ne? Also so ein Saft kann halt gerne dünnflüssig sein. Also zum Beispiel auch bei so einem Orangensaft. Da gibt es ja auch mit Fruchtfleisch und ohne Fruchtfleisch. Da gefällt mir ohne Fruchtfleisch zum Beispiel viel besser. Also war es ja zum Beispiel kein Orangensaft? Nein, das war kein Orangensaft. Würdest du das Obst essen so? Oder das magst Obst, du das? Ja, ja. Du, oder? Ja, so als Shake. Ich finde, als Shake ist das am Stimmt, besten. Ja. Als Shake finde ich das schon sehr stabil. Mhm. Also ich, wenn das in der Shake-Form jetzt hier wäre, hätte ich gesagt, ey, 10 von 10. Mir hat hier Tom noch so ein bisschen zu wenig gesagt zu deinem Getränk. Ja. Was soll ich da jetzt noch großartig zu sagen? Es wurde ja schon relativ viel gesagt. Ich bin auch nicht so großer Fan von Saft, muss ich sagen. Mhm. Ja, was? Nix. Ja. Mehr. Also ihr könnt schon sagen, was ihr gedenkt, was da drin war. Nein, ich möchte von Tom hören, was da drin war. Du doch mal an. Nein, ich fange nicht an. Was hast du denn? Ich weiß, was ich habe. Ja? Ja. Aber warum willst du denn jetzt unbedingt das Okay, von mir kann ich den Anfangsbuchstaben sagen? Ja. B. Ja, bei mir auch. Bei dir? Was war es bei dir? Auch B. Es ist Bananensaft. Genau. Ja. Jetzt ist die Frage, wer von uns dreien hat gelobt? Oder hast du bei allen drei jetzt Bananensaft reingepackt? Nein, es ist, also bei einer Person ist es was anderes. Okay, okay. Ich habe eine Entscheidung. Ich sage, es ist Tom. Tom. Ich sage, es ist Kahn. Nee, es ist Tom. Ist Tom. Also ist Tom raus. Ja. Also ihr beide wählt, dass Tom quasi das andere Getränk hatte. Und? Okay, Tom, dann sag mal, was du hattest. Hatte Zitronensaft. Ja! Nein, stopp. Was, wie? Wer was? Esse-Imposter? Esse-Imposter! Ich hatte auch Zitronensaft. Hä, was? Warum hast du gelogen? Aber ich dachte, es kommt drauf. Also, ich dachte... Nein, du hast das schon richtig gemacht. Stopp. Ich dachte, ich wäre der Imposter. Ja, also, weil ich Imposter. Weil ich Zitronensaft habe. Aber Bananensaft war der Imposter. Ja. Aber wir haben es richtig verstanden. Ja, wir haben man muss richtig, man sich selber ablenken, wenn man denkt, man ist der Imposter. Genau, weil alle denken ja, sie sind selber der Imposter. Das war ein Glückstreffer, dass du gesagt hast, dass es dick ist. Ja, ja. Er weiß, war es wirklich Bananensaft? Ja, es war wirklich Bananensaft. Dann sagt er noch B, ich denke, okay, kann das sein? Das war so genial. Wenn er darauf beharrt, dass ich das sage, hätte ich auch B gesagt. Oh, ja, gut, also komplett falsch. Claudio war der Imposter. Ey, sehr gute Runde. Okay, soll ich jetzt vielleicht mal? Ja, du kannst jetzt. Okay, okay, dann zeige ich mal, was wir haben. Wir haben einmal das Imposter-Getränk. Das ist hier. Das ist auch nicht viel besser. Das sind die Crewmates. Okay, ihr könnt reinkommen. So. Okay, bitte jetzt. Ich habe zwar was drüber gelegt, aber trotzdem nicht hingucken. Daniel, dein Blick ging schon direkt dahin, ja, ne? Ich habe aber nichts gesehen. Ja. So, wollt ihr das jetzt mit Augen auf oder Augen zu machen? Also, du kannst sie uns erstmal geben, da haben wir die Augen zu, dann nehmen wir es an den Mund und dann machen wir die Augen auf. Okay, alles klar. 3, 2, 1. Ja. Und? Fand ich gut. Tom, du guckst so ein bisschen. Was ist los? Ich nehme mal die Becher wieder hier vorne hin. Nur, was das genau war. Nicht gucken. Du weißt, was das war. Also ich kann es dir genau. Oder wir können es dir genau sagen, oder, Danja? Ja, also auf jeden Fall was mit Kohlensäure. Bei dir, Tom? Ja, bei mir auch. Aber was war das denn? Also, ich
glaube, ich habe ja eingekauft dafür. Deshalb glaube ich, dass das Uludag war, was da drin war. Oh ja, stimmt. Ja, es hat so ein bisschen danach geschmeckt, so Sprite-mäßig, ja, ne? Genau. Ja, aber das hast du nicht erkannt? Ja, ich wusste jetzt nicht, weil es war ja offensichtlich keine Sprite. Ja. Oder aber Uludag ist so, das erkenne ich nur so, wenn man irgendwie früher beim Dönermann war. Aber ja? Das habe ich schon Ewigkeit nicht mehr getrunken. Okay. Ja, bei Daniel wusste ich, dass sie das erkennt, weil, ja, du kennst das noch. Aber ich kenne das auch noch nicht so lange. Aber warte mal, aber warum hast du doch so lange, du hast so einen leeren Blick gehabt, was war los? Ich hab mich ein bisschen verwundert, oder? Ja, weil ich drüber nachgedacht habe, so was das ist. Aber ja, stimmt, Uludag. Mann, das Problem ist, wenn ich Sachen frage, dann wird Danja jetzt oder falsch von mir denken. Aber Zom, sag mal, fandest du diesen sauren Nachgeschmack auch interessant? Uludag hat doch keinen sauren Nachgeschmack. Okay, Mann, ich dachte vielleicht, als kitzelt das so. Es ist halt so, da hast du wie so ähnlich wie bei Sprite, aber ich finde es nicht ganz so süß wie Sprite, sondern hast du halt dieses bisschen, was sich so um den Hals legt. Boah, ich muss sagen, ich finde das richtig süß. Ich finde das auch süßer als Sprite. Ich finde Sprite süßer. Also ich finde halt, bei Sprite hast du so das noch mehr, dass sich das so überall, also so um den Hals festlegt. Okay, also es geht anscheinend darum, dass Ulo da ist. Ja. Jetzt die Frage, wer ist der Imposter von euch? Jetzt machst du mir Angst, Daniel. Warum? Im Hals. Aber ich glaube, das ist einfach. Ja, ich glaube, das ist einfach mein eigenes Empfinden. Deshalb trinke ich das auch relativ selten. Also ich mag einfach Sprite und Ulo da einfach nicht so gerne, weil ich das halt immer am Hals so ein bisschen merke. Vielleicht liegt es auch daran, dass ich so lange keine so richtig krassen Hüske trinke. Aber es war auf jeden Fall was mit Kohlensäure. Ja. Mhm. Okay, wisst ihr, wer der Imposter unter euch ist? Nein. Also ich könnte noch keinen Tipp abgeben, muss ich ehrlich sagen. Musst aber. Ihr müsst euch entscheiden. Ich würde sagen, du bist der Imposter. Ja. Okay. Was sagst du? Ich sag, du bist der Imposter. Ich? Ja. Dann entscheidet Claudios Stimme. Aber ich könnte doch ausgleichen, ne? Ja, du kannst jetzt dann sagen, es ist ja, Tom, dann müssen wir halt noch. Ja, warte, lass mich überlegen. Also entweder ist es anscheinend Danja oder Tom. Ja, nein, doch. Doch? Ach, Claudio, sorry. Sorry, also dann kannst du ja nur für Danja voten. Du bist ja. Ja, aber ich. Ja, ich vote Danja, aber es macht irgendwie keinen Sinn. Jetzt haben wir verloren, Danja, danke. Aber was hast du denn gedacht, wer es eigentlich ist? Tom? Ja, dann vote ich mit dir, Tom. Nee. Nein, das geht jetzt nicht. Ich hab schon gewonnen. Okay, also, es wurde entschieden, dass Danja Imposterin ist und das ist richtig! Yeah. Aber, das war hier nichts mit Ulo da. Ich hab gelogen! Ihr beide habt gelogen trotzdem. Vor allem ich hab mir das ausgedacht, dass das Ulo da ist. Ja. Also, Danja hat Chiliöl. Ihr beiden hattet. Orangino. Nein, ihr hattet einen Shot. Was? Ja, Ingwer-Shot war das. Richtig! Das war richtig eklig. Ja. Aber dass ihr auch keiner von euch hat so das Gesicht verzogen oder so, das war schon eine gute Leistung. Ja, ich hab bei dir gemacht, aber ich musste dann ja, weil ich dachte so. Und ich habe in die Tüte geschaut und ich musste auch gucken, so, okay, wo sind die ekligen Getränke? Die muss ich jetzt erstmal aus dem Spiel nehmen. Für mich selber alleine. Das heißt nicht, dass die jetzt raus sind. Doch. Nein. Ja, ist okay. Ich hab dir was dazu gesagt. So, Runde Nummer 3. So ein Hello Kitty Drink, ne? Mit Kohlensäure. Das hier ist Banane. Ich weiß noch nicht, ich überlege mir noch spontan, wer ich den Pasta gebe. Seid ihr schon gespannt? Ja. Gut, okay. Dann bitte Augen zu. Ja. Wollen wir uns aber angucken beim Trinken? Ja. Okay. Also müssen. Ja. Okay. Dann einmal für dich. Am besten hat mir der Glas schon ganz für dich. So. Warum ist da so viel drin? Mann. So ein bisschen nervös. Ich habe extra ein bisschen mehr für euch gemacht. Aber ihr habt jetzt alle am Mund? Ja. Okay, dann könnt ihr Augen aufmachen. Junge, ich will gleich noch was essen. Warum machst du hier rein? Das war richtig lecker. Fandest du? Das ist nicht meins. Es war okay. Es ist nicht meins, aber es war okay. Ich fand's gut. Hatte dein Deins Kohlensäure eigentlich? Ja, hatte Kohlensäure. Den konntest du auch so schwer trinken. Hatte Deins Kohlensäure? Ja. Meins irgendwie nicht. Also ich muss komisch. Sagen, das ist was, das würde ich mir glaube ich jetzt nicht nochmal kaufen, aber ich finde, das kann man einmal trinken. Also so hat es Kohlensäure. Es hatte Kohlensäure. Was für einen Geschmack hatte das für dich, wenn ich fragen darf? So himbeerig. Okay. Ich finde so Blutorange. Mäßig. Ja, nicht also so Orangina oder sowas. Keine Ahnung. Also hatte Deins auch Kohlensäure? Ja, klar. Und deins auch? Ja, hatte deins Kohlensäure. Meins hatte vielleicht Kohlensäure, vielleicht aber auch nicht. Du hast gerade gesagt, nein. Nein, hat auch keine Kohlensäure. Ja gut, dann wissen wir es doch. Also, dann ja dir glaube ich. Ja. Dir glaube ich nicht. Und warum glaubst du mir nicht?
Ich glaube nicht, weil du bisher null aktiv, proaktiv sozusagen an die Runde gegangen bist, sondern immer darauf gewartet hast, was wir sagen. Weil das Ding ist, einer von uns beiden muss ja lügen. Aber kann ja nicht sein, weil guck mal, er hat doch nichts mit ich doch die Wahrheit. Nein, ich hab doch die Wahrheit gesagt. Ich habe gesagt, meins hat nicht die Kohle. Meins hat keine Kohlensäure. Was hat deins denn geschmeckt? So einen ganz genauen Geschmack kann ich nicht, aber ich gehe davon aus, dass das Ananas war. Nee, dann, das stimmt nicht. Also Ananas war es auch definitiv nicht. Was war es denn bei dir? Ich, wie gesagt, es, warte mal, es war Kohlensäure. Ich würde tippen irgendeine rote Frucht, aber ich kann dir nicht sagen, welche. Und du sagst aber Himbeere. Ja, Himbeere kann sein. Ja, aber das macht ja keinen Sinn. Du sagst irgendwas so Saures und sie sagt was Süßes. Nein, nein, es war schon süß. Nein, nein, es war nichts Saures. Es war süß. Also ich bin mir sehr sicher, dass das ein Himbeergetränk ist. Ja, also. Aber wenn du halt sagst, bei dir war es Ananas, ich glaube dann, dass du der Imposter bist. Was leider behaupten kann. Ja, die Frage ist natürlich, ob ich das also ich vote aus einem besonderen Grund mache. Wenn du den Imposter damit der Imposter einen Punkt bekommt? Warte, stopp. Ich sag, guck mal, du kannst mich ruhig voten, denk aber noch mal kurz über deine Entscheidung nach. Mhm. Ich sage, es ist Claudio. Warum? Du sagst, es ist Ananas. Wir beide sagen, nein, das ist was mit Kohlensäure. Wir beide haben doch recht. Das Einzige, was jetzt nur Sinn machen würde, kann, dass du eigentlich gesagt hättest, dass Danja lügt. Ich glaube, du lügst. Nein. Aber Danja scheint ja also dir zu glauben. Ja, ich wollte auch keinen haben. Und vielleicht hatte ich ja auch eine Himbeersoda. Ja, aber hast du spät gesagt jetzt? Nein, aber ja. Du hättest dann auf Danja gehen müssen, aber gut, ich wollte dich kann. Gut, okay. Also, ihr beide habt Kahn gewartet. Damit liegt ihr auch richtig. Was? Ich war der Einzige, ich hatte Bananensäure. Ja, ja. Das war Hello Kitty Star Drink oder sowas. Und das hier war Bananensaft. Ja. Korrekt. Ja, ich dachte, du hättest auch Bananensaft. Nein, warum soll ich da lügen? Weiß ich ja nicht. Oder weil wir die ganze Zeit am Lügen sind. Du hast in der ersten Runde auch die ganze Zeit gelogen, ohne dass es Sinn gemacht hat. Ja, ich weiß, aber. Ja, siehst du? Ja, gut. Okay, ja, gut. Ihr habt es ja rausgefunden. Nächste Runde. So, Freunde. Und zwar habe ich jetzt in zwei von den Bechern diese beiden Getränke gemischt. Und bei dem anderen habe ich zeige es euch mal, Kokoswasser. Das heißt, der Imposter ist der mit dem Kokoswasser. Guck mal, der guckt mich schon so doof an, ey. Ich kann nicht schon sagen, ich bin Imposter wahrscheinlich. Wahrscheinlich so ein ekliges Getränk von dem jetzt. Vielleicht auch nicht. So, okay. Augen zu einmal. Damit ihr auch nicht die Farbe seht. Haltet jetzt schon am besten an euren Mund dran. So. Und ihr dürft. Mhm. Okay. Wie hat's bei dir geschmeckt? Ich kann's echt nicht sagen. Gefühlt, ich kann's auch nicht sagen. Also ein bisschen so apfelsaftmäßig. Ich kann aber auch nicht Apfelsaft, also ist auf jeden Fall kein Apfelsaft, aber so ein bisschen auch Apfel ist auf jeden Fall dabei, glaube ich. Ich kann es auch nicht sagen, wonach das bei mir geschmeckt hat. Wonach hat es bei dir geschmeckt? Also Nachgeschmack ist jetzt so ein bisschen so Gummibärchenmäßig bei mir. Also ich muss sagen, es hat so ein bisschen nach Eistee geschmeckt. Nee, Eistee hat es bei mir auf jeden Fall gar nicht geschmeckt. Nee, bei mir auch nicht. Also bei mir ist es auf jeden Fall kein Eistee. Was hat das bei dir für eine Konsistenz? Wie? Ja, so warst du eher... Mit Kohlensäure oder ohne meinst du? Oder so nee, dickflüssig? Ja, so eher. Boah, ist das nicht dickflüssig, aber auch nicht also, dünnflüssig gewesen? Also eher sagen, das war eher so ein wässriges Getränk oder eher so ein Saft? Wässrige, ich glaube wässrig. War ein wässriges Getränk. Ich glaube, bei mir ist es eher wässrig. Bei dir? Aber ich weiß nicht, es war eine ganz komische. Also ich kann halt nicht sagen, wonach es schmeckt. Ich kann nicht sagen, also es schmeckt nicht gut, aber es schmeckt auch nicht schlecht. Es ist halt... Es hat sehr neutral geschmeckt irgendwie bei mir. Nee, neutral war es nicht. Es hatte schon... Was hat es denn für einen Geschmack bei dir? Ja, ich hätte jetzt irgendwie gesagt, es war Eistee, aber es war... Also, ja, aber was für ein Eistee? Ich hätte gesagt Zitrone, aber... Nee, nach Zitrone hat es bei mir überhaupt nicht. Nee, auch nicht. Nee, aber ich... Also es war halt einfach wie Eistee, aber nicht... Hat es denn, wie war es denn? Super. Hat's, ja, war schon dünnflüssig. Ja, aber hat es Kohlensäure ohne Kohlensäure? Nee, es war keine Kohlensäure, aber es hat. Also, ich weiß nicht, ob das vielleicht noch von dem Chiliöl ist, aber so ein bisschen. Es war keine Kohlensäure drin, es hat. Ja, es, also, es ist. Ich kann es null einschätzen. Es ist auch nicht groß. Also, es ist nichts Ganzes, aber auch nichts Halbes. Es ist ganz komisch. Ich hätte jetzt auf jeden Fall eher gesagt, dass es bei mir in Richtung Saft ging. Ich glaube, dann bist du der Imposter. Ja, Tom. Sicher. Ja. Ich glaube ja, dass wir beide das gleiche Getränk hatten. Meinst du? Und dann ja, wenn du bestimmt Eis hattest? Ja, aber Saft. Ja, aber es war so ein Mittelding. Es war so ein Mittelding irgendwie. Es war jetzt nicht super
saftig, aber es war auch nicht so festlich. Hast du noch einen Nachgeschmack? Nee, aber mir ist komplett neutral. Hast du noch einen Nachgeschmack gerade? Schmeckt ja gar nichts. Also nicht großartig. Für mich ist es wirklich einfach, als hätte ich einen Eistee getrunken. Also ich würde das halt eher einem Saft als so einem wässrigen Getränk zuordnen. Ja, ich würde es eher einem wässrigen Getränk zuordnen als einem Saft. Ich weiß es gerade nicht. Ich bin gerade hin und her gegangen. Das könnte beides sein. Ja, hattest du denn was Wässriges oder... Ja, ich weiß es nicht mehr so. Ich habe mich auf den Geschmack konzentriert. Aber es hat noch nichts geschmeckt? Nein, dann bist du es. Ich glaube auch, du bist es. Ich sag, du bist es. Ich sag, du bist Imposter. Ich sag Daniel, es ist. Ich sag Tom. Also, wir entscheiden uns für Tom. Ihr entscheidet euch beide für Tom? Mhm. Und der Imposter war Tom. Ah, ja? Ja, ich löse es jetzt auf. Ich habe euch beiden richtig in die Trickkiste gegriffen. Und zwar habe ich zwei Getränke gemischt. Oh, deshalb. Mann. Ja, ich sage euch auch warum. Ich habe gesehen, Hello Kitty war nicht ganz weg. Deswegen habe ich diese Hello Kitty Saft mit Eistee. Du hast es richtig erkannt. Ich dachte, war noch irgendwie. Weil ich hatte auch so, ich hatte so ein bisschen die Vermutung, dass es so ein Hello Kitty Saft so richtig, was ähnliches richtig. Wieder ist. Ich habe gedacht. Weil er halt sehr künstlich irgendwie auch gemacht war. Ich habe gedacht, oh mein Gott, ich hoffe, der Eistee ist nicht schlecht. War so leichte Kokos. Was hatte? Kokoswasser, glaube ich. Oh ja, das. Hey, das hat einfach nach gar nichts geschmeckt. Ja. Vielleicht hättest du auch schütteln müssen. Hab ich sogar. Ich finde, Kokoswasser schmeckt immer ein bisschen nach Schweiß. Mag ich nicht. Oh. Aber gut, dann bin ich froh, dass ich das nicht Schweiß. Hatte. Ich auch, aber. Alles gut, Daniel. Ja, gut. Ich würde sagen, eine Runde machen wir noch. Let's go. Okay, das ist das Imposter-Getränk und dann haben wir zweimal noch das. Okay, ihr könnt reinkommen. Hallo. Hallo. Sag ehrlich, Kahn? Ich bin unsicher, ob ich bei dir jetzt hier... Nein, alles gut. Ja? Macht euch keine Sorgen. Wir haben gerade gesagt, du hast safe so sechs Getränke zusammengemischt. Nein, ich habe nichts gemischt, versprochen. Das kann ich euch jetzt schon sagen, ich habe nichts gemischt. Ich bin kein Claudio. Okay, Augen zu. Okay, zum Mund. Und trinken. Augen auf. Wollen eigentlich gleich noch essen, aber ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist. Okay, dann legt mal los. Was haltet ihr für eine Konsistenz? Saft. Ich habe auch Saft. Auch Saft. Nein, ich wollte gerade überlegen, ich wollte sagen, schwierig. Was war das so für ein Saft? Ich bin ehrlich, ich kann die Frucht nicht nennen, aber es ist Mango. Nein, warte. Ananas könnte es auch sein. Was fandest du? Ananas. Sag mal du. Bananensaft. Ich bin mir auch ziemlich sicher, dass das Bananensaft war. Bananensaft? Mhm. Nein, Bro, einer von euch irrt sich. Warte mal, oder? Ananas, doch klar, Ananas. Ja, hundertprozentig. Ananassaft. Nee. Nee, Claudio. Nee? Das bist du. Warte, lass mal überlegen. Nee, du bist Imposter. Nein, warte mal kurz. Ananas oder Bananensaft? Das war eine Menge Bananensaft. Das war wirklich viel Bananensaft. Das war sehr aber warum ist das so süß? War es bei euch auch nicht süß? Das war sehr süß, ja. Ja, das ist halt Bananensaft, das ist halt süß. Ich hab recht, das ist echt Bananensaft. Oh nein. Claudio. Nee, einer von euch beiden lügt. Ich glaube, du lügst. Ich vote dich jetzt schon. Nein, einer von euch beiden lügt. Och Mann, tut mir leid. An die Zuschauer, tut mir leid. Ich hab die Runde leider verloren. Also ich hab einer von den beiden. Wer ist es denn? Sag auch, es ist Claudio. Ich dachte Claudio? Ja. Nee. Bist du sicher? Ich bin sicher, ja. Und der Imposter oder die Imposterin ist... Was? Claudio! Danke! Eine Frage, warum machst du drei Säfte? Warum ist so... Ich dachte, weil es ja relativ ähnlich ist. Ja. Du hättest auch nicht direkt sagen müssen, dass Ananassaft ist. Mann, ja, ihr hattet Bananensaft und du hattest Ananassaft. Ja, beides komplett korrekt. Aber du hättest ja auch nicht direkt sagen müssen, ja, es war Ananassaft. Ja, so, ich würde sagen, eine allerletzte Runde, wo ich nochmal euch Getränke eingieße und dann... Ach, das kann nicht gut werden. So, das sind die Getränke, das ist diese neue... Warte, die gibt es zweimal und dann gibt es hier eine Mischung aus Zitronensaft und Chiliöl. Ihr könnt! Dania, bevor du mir ein Getränk gibst, bitte denk an diese süße Maus, okay? Denk an sie ja. Und das, was du dem Papa jetzt antust. Auf diese Schiene gehen wir jetzt. It's Schiene? Auf diese Schiene. Jetzt alles noch. Wir müssen jetzt jeden Satz mit It's anfangen, okay? Wie viele Leckerli hast du dir so gegeben gestern? It's viele. It's viele. Okay, dann macht mal die Augen zu. Dann wollen wir gleich noch essen, ne? Ja, ja. So, dann nimmt mal an den Mund und trinkt. Und ihr könnt euch angucken, natürlich.
Wollt ihr ja nein? Ich sag jetzt erstmal nichts. Sonst frage ich das Gefühl, verrate ich mich direkt. Ja, also so ein Mittelding. Also es ist nicht ganz Kohlensäure. Also ich. Ja, aber du kannst ja sagen, ob Kohlensäure drin war oder nicht. Das ist ja jetzt kein Mittelding. Doch schon, ich finde, es war so mit, also es war keine starke Kohlensäure, aber irgendwas hat der es. Also. Okay. Verstehst du das? In welche Richtung ging es vom Geschmack her bei dir? Ich kann es ehrlich gesagt nicht genau zuordnen. War süß? Es war so. Ja, schon. Mhm. Ich hätte jetzt am ehesten gesagt, es ging so Richtung Cola. Cola? Bei mir nicht. Also bei mir ging das jetzt nicht in die Richtung. Also ich hatte ein bisschen was Fruchtiges. Beere, ne? So nicht. Ja, so fruchtig ein bisschen. Cola? Ja. Ja. Aber Kohlensäure, da war so Kohlensäure, Kohlensäure dabei, okay. Ja. Ja. Bei mir war es jetzt keine Kohlensäure, aber es war jetzt auch nicht so stilles Wasser. Genau. Na? Siehst du? Es ist halt wie in der Runde davor mit diesem Hello Kitty Wasser bei mir gewesen, wo Claudio das gemischt hat. Kann natürlich sein, dass Danja was gemischt hat jetzt auch so, also etwas mit Kohlensäure oder nicht. Aber nach Cola hat das bei mir überhaupt nicht. Ja, ich habe auch schon, also ich habe eigentlich jahrelang auch keine Cola mehr getrunken. Ja, trotzdem, aber du weißt doch, wie Cola ungefähr. Ja, aber es hat nichts Fruchtiges bei dir. Kann ja nicht sein, wenn du sagst Cola. Nee, wahrscheinlich eher nicht. Aber was mit einem Cola? Man hat ja nichts mit Cola eingekauft. Ja, ihr habt ja sogar eingekauft. Ihr wisst ganz genau, was für Getränke wir haben. Wir nicht. Doch, ihr habt doch da drin rumgewühlt. Ja, aber ich hab's nicht im Kopf. Aber ich würde schon sagen, dass es Tom ist. Bist du sicher, Tom, dass du es bist? Was? Bist du sicher, dass nicht du es bist? Nein. Doch, wenn wir beide, aber bei uns geht's doch in die gleiche Richtung. Aber ich vertraue dir nicht. Ja, aber ich hab gesagt, welcher Geschmack es war, nicht du. Das stimmt auch. Und Cola passt bei mir überhaupt nicht. Wenn bei dir ist wirklich Cola. Also wenn bei dir Also wenn bei dir Cola nicht passt, dann muss das sowas, weiß ich nicht, so traubenmäßig oder so. Ja, gut, wie kommst du jetzt auf Trauben? Weil das haut schon eher, also es geht eher in die Richtung. Wie kommst du jetzt darauf? Keine Ahnung. Deswegen hat am ehesten so Richtung Cola geschmeckt, aber wenn ihr keine Cola geholt habt, kann es ja keine Cola sein. Ja, genau. Dann würde ich am ehesten sowas sagen. Weil ich vertraue ihm nicht. Vielleicht haben wir auch alle drei das Gleiche gehabt. Ja, natürlich weil ich vertraue ihm nicht. Okay, du vertraust mir nicht, aber wieso nicht? Nur weil ich Antworten auf das gebe, was du mich fragst? Okay, war dein Getränk süß? Wie süß? Natürlich war es süß. Hat es einen kleinen Nachgeschmack gehabt? Ja, natürlich hat es einen Nachgeschmack. Und welcher, wie war der? Ja, fruchtig. Nee, hätte ich es jetzt zum Beispiel nicht gesagt. Ja, guck ich auch nicht. Ganz leicht so sauer. Ganz leicht. Ja, natürlich leicht sauer, süß, fruchtig. Wie soll man das beschreiben? Ey, das sind so Fragen manchmal. Was für ein Nachgeschmack? Eben haben wir auch nach Nachgeschmack gefragt. Nein, gar nicht. Mach einen Spaß. Wollte ich nur aufregen. Yes, Tom. Also sorry, manchmal, man muss mir auch mal ab und sagst zu davon mir auch glauben. Sagst du auch? Ich sag auch Tom. Tom ist es. Ja, ich sag Kahn, aber... Also wenn Kahn so gut lügen kann, dann hab ich Angst. Ich denke, der Imposter weiß genau, wer er ist. Du warst das. War ich es? Ja. Du hast das Widerlichste bekommen. Du hast Zitronensaft mit Chiliöl bekommen. Ja, und das Witzige an der Sache... Du hast es nicht mal getrunken. Ich hab's nicht mal getrunken. Weil ich ganz genau wusste, ich hab's nur dran riechen müssen und ich wusste schon, es ist etwas extrem Ekliges. Und ich hab das Orangene gesehen, so aus meinem... Guck mal, wie das riecht. Guck mal, wie das riecht. Das riecht wie Zitronenpizza. Tom, wir hatten diese Panzer, ich weiß nicht. Ja, der Traubenfanta. Ja, Traum geguckt, ja das aber schon viel. Daniel, da hättest du zumindest in die Tüte zurückstellen können. Ehrlich, ey, man sieht einfach die Panzer, wir haben die bisher noch gar nicht benutzt. Weißt du, warum er mir Angst gemacht hat? Er sagt einfach am Ende, ja, Traube. Ja, ich hatte Angst, wo er Traube gesagt hat, dann wusste ich, okay, die haben wahrscheinlich die Traubenfanta gehabt. Genau. Das wusste ich dann und dann hatte ich so ein bisschen Angst, dass du wieder in Richtung Erkörner führst. Aber ich habe halt wirklich jahrelang keine Cola mehr getrunken und das hat mich ja, schon... Ja, du bist cool, du bist richtig cool, du bist voll so, du achtest voll so auf alles, was du isst und trinkst, du bist voll gesund. Nee. Wir wissen es, Tom. Sagt der sich gerade eine Pizza bestellt hat vielleicht. Ich mag einfach keine Cola. Ja, ich habe meins nicht getrunken, weil ich ganz genau wusste, dass du eine ganz eklige Mischung hast. Ich wusste es. Du bist so vorhersehbar geworden für mich. Das ist in Ordnung, Leute. Ich hoffe, ihr hattet heute Spaß und bleibt mir nichts anderes zu sagen als Ciao. Kakao. Können wir kurz ein Thumbnail machen noch? Ja. Ich hätte gerne ein bisschen neutralen Hintergrund. Können wir vielleicht das im Bad machen? Okay. Kann? Ja. Können wir? Ja, klar. Ja, lass hier einmal kurz. Ja, okay. And it's in the like the cool kids. Okay, aber hier hast du doch die ganzen Fliesen. Wie hat sie das? Wie hat sie das von außen abschließen können? Ich weiß nicht. Das ist.
Herzlich willkommen zu Eingesperrt auf Toilette. Läuft die Kamera etwa? Ja, sie läuft. Ach, Mann. Du hast doch letztens erst aus dem Auto gekommen. Das Problem ist auch, du musst kein Fenster haben. Ich muss auf Klo. Ich muss wirklich auf Klo. Nee, du bist jetzt Leute, ja moin. Was? Eure Aufgaben alle auf euer Handy. Habt ihr euer Handy dabei? Ich hab ja, das ist richtig. Ich hab auch dabei, alles gut. Ja, aber anscheinend sind wir jetzt auf Toilette eingesperrt. Super. Dann setze ich mich jetzt erstmal hier hin. Toller Ort, hier. Ja. Also, weiß ich jetzt nicht, so auf dem Klo eingesperrt zu sein mit euch beiden, da gibt's schon Schöneres. Ey, was soll das denn heißen? Jetzt mal Real Talk. Hat sie uns schon eine Aufgabe geschickt? Nee, ich hab grad geguckt. Ich hab den Ton nicht, aber ich muss mal Ton machen. Kamera! Ja, Kameramann, komm schon. Okay, ich schau mal. Ja. Bei mir ist noch nichts. Das Problem ist auch, wir haben hier gar nichts, ne? Nee. Warte. Oh, da ist... ich hab eine bekommen. Aufgabe 1. Eine Person macht einen Handstand. Kann ich nicht. Kannst du einen? Kann? Ja, ich kann einen. Ja, dann let's go. Ich hab ein bisschen Angst, aber... Ich kann ja halten. Ich wollte gerade sagen, halt mal meine Füße fest. Ne? Ja. Geh erstmal zur Seite. Weil wenn ich jetzt hier was mache. Warte, wir packen das mal am besten zur Seite. Ja, bitte. Du kannst meine Füße halten. Ja. Brauchst du denn ein Beweisfoto? Brauchst du Beweisfotos? Ja. Okay, Claudio, dann musst du. Tu mal die Kamera hier drauf, vielleicht so. Ob man das sehen kann. Ja, zeig mal. Ja, wir schon. Wir können. Ja. Dann mach du das Foto mit deinem Handy gleich, dass man das dann erkennt, weil ich möchte eigentlich schon ziemlich gerne aus diesem Klo raus. Was soll das dann hier? Mach aber schnell das Foto. Ja, ich versuche. Komm, achte darauf, wenn ich wieder zurückkomme, meine Füße. Geh erstmal zur Seite. Ich mach schnell Foto. Nein! Schnell! Ich hätte das Foto schon gemacht. Oh, sehr gut. Nein, mein Handy ist runtergefallen. Aber es lebt. Aber es lebt. Was ist das denn für ein Foto? Du bist so blöd. Was ist das denn schon gemacht? Zählt das? Ich schwöre, mach einfach. Ja, pack mal dein Handy weg. Oder mach ein Video oder so, keine Ahnung. Willst du ein Video? Okay, Video. Nicht, Alter. Okay. Vielleicht das nochmal machen. Weißt du, wie das weh tut? Let's go, pass auf nicht, dass ich mit meinen Füßen treffe. It's game time. Machst du? Ja, just do it. Stark. Okay. Sehr stark. Ah. Ja, komm, das hier. Stark! Da ist fast dein Handy draufgegangen. So, aber eine zweite Aufgabe werde ich nicht machen. Doch. Lieber, ich dachte, wir kommen jetzt raus. Genau, was für eine Aufgabe kommen, ne? Oder schickst du das immer an die Person, die das machen soll? Oh nee! Ein Song einer Boyband performt. Ja, lass einmal den Deadway machen. Backstreet Boys. Okay, kennst du den Text? Nee. Ja, ich auch. Jeder muss singen. Jeder muss singen. Ja, das paar schnelle Singkarten muss uns kommen. Och Mann, ey. Was will die denn? Jeder muss deine Schrupfen. Okay, machen wir da Backstreet Boys? Genau, ja. Zusammen. Mann, ey, übertreib mal nicht. Backstreet Boys? I want it that way. Okay, wie machen wir das jetzt? Ja, guck mal, ich mach das hier. Ja. Du machst zweiten. Aber das ist sowieso der Refrain. Machen wir dein drittes zusammen. Okay, okay, alles klar. You are my fire, the one desire, believe when I say. But we are two worlds apart. Can't reach to your heart when you say that I want it that way. Tell me why it ain't nothing but a heartache. Tell me why it ain't nothing but a mistake. Tell me why. Das Problem ist, direkt über uns ist eine Anwaltskanzlei. Ich weiß nicht, was die gerade denken. Komm schön. So, Aufgabe erfüllt. Ich fand, wir haben was gut gemacht. Es klingt ein bisschen komisch, dass wir diesen Song auf der Toilette performen müssen, aber stark. Wie nennen wir unsere Boyband? Two and the Half Scammer. Two and the Camera Man. Hey, du hast einen eigenen Namen. Das ist schön gemacht. Jetzt müsst ihr eine Cheerleader-Pose einnehmen. Das könnt ihr beide machen. Nee, am besten gehen zwei auf den Boden und einer kniet sich drauf. Das ist ja schon eine Chili-Chili-Hose, oder? Okay. Ich bin der Leichteste. Ja, aber wie machen wir das mit der Kamera? Das ist der Leichteste. Ja, stell ich mal da hin. Aber geht ja nicht anders. Doch, Gerd muss da nach oben. Wir. Ey, ich hab harte Knochen, ne? Ja, meine sind härter, glaub mir. Meine sind spitzer. Ja? Bruder. Mann, Alter.
Was ist das denn? Das reicht schon, es hat geklappt. Ganz komisch. Jo, was ist das für Aufgaben? Ich dachte nicht, dass wir schon zusammen sind. Wir müssen zusammenarbeiten. Ja, haben wir ja gemacht. Haben wir. Wir haben alle zusammengearbeitet. Kannst du auf dem Video sehen. War eine Chili nach Hause. Oh, meine Knie. Das ging eigentlich, aber ich glaube, du hattest mehr Gewicht, weil ich habe Claudio kaum gespürt. Ich bin ganz schön hoch, dann wieder runter. Ich wollte es nicht mehr hinzu. Also ich habe kaum gemerkt, dass du auf dem Rücken warst. Ja, sehr gut. Das Problem ist, man hat hier auch keinen Platz. Zeig sich schon, die wieder was kann. Dann nehme ich schon mal dich auf und wir schauen mal. Nö, also ich habe noch nichts bekommen. Daniel, mal raus! Oh nein, sie schickt mir einen TikTok. Willst du mich ver... Ich werde jetzt safe keinen TikTok aufnehmen auf Toilette. Okay, wir machen einfach nur den Tanz. Aber wir können den Song wahrscheinlich nicht benutzen. Ja, okay. Ihr seid zum Gegenüber. Und baut dabei ein Reinslein-Element ein. Was? Und vielleicht von hier so rein, also unter der Mühle. Bei der Toilette? Wo soll ich jetzt da hinfliegen? Reicht nicht einfach so. Stimmt, ist gut. Wir auch, ja. Das ist gut. Okay, dann, weißt du was, du kannst starten, Tom. Komm, Tom. Hä, ich dachte zusammen. Ja, aber einer muss ja die Kamera halten. Zeig das mal Tom. Guck mal, wie das aussieht. Guck mal, Leute. Warte mal. Ach Gott, nee. Warte, ihr glaubt. Ach nein, die Augenbrauen sind weg. Ja, okay, gut. Müssen wir den Effekt ausmachen? Warum hast du den Effekt? Okay, dann machen wir. Warte, ich schicke das gleich dann ja als WhatsApp. Das reicht doch, oder nicht? Ich konnte, der Boden hat plötzlich gestoppt, ich konnte nicht sliden. Ja, gut, auch völlig gut mit der Musik. Ja, passt doch. Und ich sonst wenigstens du? Lang nicht so schnell stickig wie im Auto. Boah, ich wollte gerade sagen, es wird aber langsam stickig. Ja, langsam schon, aber im von Auto. Nein, hier gibt es keine Fenster. Wenigstens ist der Karl noch nicht gefurzt. Okay, ich lösche das lieber schnell. Ja, besser ist das. Aber müssten jetzt nicht alle das machen? Na, lass es doch. Ich habe die Kamera gemacht, du hast den Dance gemacht und er hat die YouTube-Kamera gemacht. So, wir waren doch alle dabei. Ja, okay. Was ist denn jetzt ein Problem? Ich frag ja nur nicht. Ja, aber du machst es schon. Alle nochmal machen müssen. Ja, aber trotzdem. Ich krieg hier gleich keine Luft mehr. Hier, so, halt mal. Ich schreibe uns dann ja. Mal laufen, dass du uns rauslässt. Wie fühlst du dich? Ich bin eingesperrt mit euch beiden auf Klo. Wie kann man sich da fühlen? Ja komm, geht ja schon Schlimmeres, oder? Ich hoffe, du wärst mit Danja eingesperrt. Ja, aber trotzdem. Aber hallo, was sieht das auf Klo? Es sieht so aus, als wäre ich gut auf Klo. Danja, reich jetzt mal! Guck mal so, als würdest du auf Klo sitzen. Mann, Danja, es reicht! Ja. Ja, wow. Ich fühle mich hier doppelt, aber lieber nicht. Komm, wenn ich schon mal hier bin, kann ich auch meine Hände waschen. Nee, danke. Hat sie schon was geschrieben? Jetzt ist doch gut, Mensch. Ja. Der hat mir geschrieben, kann. Ihr müsst auch Kamera machen. Ich muss Kamera nehmen. Ja, was denn? Was warte, du? Was für eine Aufnahme? Nein, zeig. Zeig. Ja. Ich möchte sehen. Zeig! Wenn innerhalb von 3 Minuten keiner pupst, müsst ihr alle drin bleiben. Ja, und wie kommen wir da raus? Ihr müsst pupsen, einer von uns. Ja, ich kann aber gar nicht. Ich auch nicht. Ey, das hat geklappt. Ja, das ist echt eklig. Was hast du eigentlich? Wie eklig bist du dann ja? Ey, Tom, nein. Ich mach Gold. Okay. Ja, warte, ist okay. Ja, stellt euch da hin. Stellt euch da hin. Was denn? Was? Wir haben die Aufgabe geschafft. Jetzt mal schnell, bevor der Geruch uns hier noch tötet. Ja, kann. Hey, ein bisschen schwinden jetzt auf einmal. Danja! Ey, war der noch schlechter. Thank you.
Ich bin ehrlich zu euch. Sie hat zu mir gesagt, wenn einer von euch beiden wirklich pupst, dann darf ich raus, aber sie hat mich ja reingelegt. Ach, du hättest rausgehen dürfen? Was ist das denn? Deswegen war ich an der Tür. Weil ich so schnell raus wollte hier. Aber ich schätze, wir müssen noch zwei weitere Aufgaben machen. Dann dürfen wir aber raus. Macht euch alle gegenseitig ein Kompliment. Wir sind gerade auf Klo. Das ist schon Kompliment. Kahn, du hast eine wunderschöne Mütze an. Kahn, du hast eben extrem beeindruckend laut gefurzt. Das kommt von Herzen. Tom. Ja. Du bist so sportlich und du bist ein Vorbild für mich. Ja, warum fällt es bei euch beiden so schwer, mir ein Kompliment zu machen? Claudio, ich finde es toll, dass du zumindest 24 Stunden geschafft hast, niemanden zu scammen. Danke. Ja. Ich bin stolz auf dich, Claudio, dass du heute es noch nicht einmal probiert hast, Kahns Playbutton mitzunehmen. Danke. Ja, Tom, ich bin auch sehr stolz auf dich, dass du schaffst, ein Video am Tag zu schneiden. Das finde ich toll. Und jetzt mal ernst meinst, weil das ist ja gelogen. Warum soll ich das schlecht finden, dass du nur einen schaffst oder was? Ich find's toll, dass du mich als dein Vorbild siehst so und dass ich dein Held bin, das finde ich toll. Ja, und jetzt in Ernst. Es ist so schwer, was soll ich über einen Menschen sagen, der so perfekt ist? So. Ja, stimmt, stimmt. Komm. Nein, ich muss ehrlicherweise sagen, Claudio, das gilt auch dir. Ja. Ich habe heute. Wir haben ja schon ein paar Videos aufgenommen. Ich habe heute immens viel Spaß mit euch. Ich auch. Danke, ich auch. Also, das macht mir echt Spaß heute, die Videos. Also, es kommt mir heute null vor, als würden wir so arbeiten, sondern so, als hätten wir wirklich einfach nur Spaß. Danke. Das gefällt mir heute sehr. Das ist ein sehr liebes Kompliment. Ja. Danja! Trotzdem müssen wir hier nicht zu dritt auf Klo hängen. Danja, wir kriegen keine Luft mehr. Danja, ich wiederhole mich gerne nochmal. Hier sind keine Fenster wie bei einem Zuschauertreff von dir. Was soll das denn heißen? Fenster. Oh, Junge. Hey, der war gut, hier sind keine Fenster. Oh. Na gut. Schreibt hier noch jemanden an? Ja. Wir müssen in der letzten Aufgabe alle eine witzige Klo-Story erzählen. Ich erzähle als erstes, die ist vor einer halben Stunde passiert. Und zwar, als wir ein Among Us Video aufgenommen haben, war ich drüben auf Klo und ich habe immens einen abgelassen. Und das haben Tom und auch Daniel gehört. Und ja, ich finde das schon witzig. Und wir haben auch ziemlich lange gelacht. Wir haben ungefähr so lange gelacht, wie der Furz laut war. Ja. Ja, ich habe auch eine lustige Story und zwar. Warte, ich halte die Kamera. Sorry. Meine lustige Story ist. Da war kein Toilettenpapier mehr, dann hat mir mein kleiner Bruder angeschrieben, hat mir Toilettenpapier gebracht. Juhu. Das ist Alltag. Das ist lustig. Ja. Ja, ich war gestern auf Toilette. Los jetzt. Ja, was ist das denn? Ja. Der denkt was aus. Okay, ja, ich hatte vorgestern extrem miesen Durchfall. Okay, Daniel, wir haben es, glaube ich, geschafft. Oh. Eigentlich können wir doch jetzt die Tür hier aufmachen, oder? Geht das? Dürfen wir raus? Hey, wo hast du den Schlüssel denn, Mann? Danja, du hast gesagt, wir dürfen raus. Ich dürfe auch raus. Na, sie macht das mit einer Münze, glaube ich. Nein, ich habe das mit der Hand gemacht. Mann, was soll das denn? War doch witzig. Weiß ich jetzt nicht. Also, siehst ein bisschen, unsere Luft wird ein bisschen knapp da drin. Also, kannst nicht bestreiten, dass es witzig war. Es war witzig, ja. Also, ich muss hier draußen sehr lachen. Ich will gar nicht. Aber wenn du siehst, wie wir den Song performt haben, dann wirst du schon sehr stolz auf uns sein. Ich habe euch gehört, ich habe mich gefilmt hier draußen, wie, wie ihr Backstreet Boys gesungen habt. Das war schon sehr, sehr stark. Daniel, weißt du, was das Problem ist? Was? Du hast den Streich an drei Personen jetzt gemacht. Du weißt, das kriegst du auch dreimal zurück. Ja, ach, ihr Ich sehe schon die Wäscheklammern bei Jorge. Ja. Dann sehe ich schon deine 10 Lieblingspads bei Claudio. Ja, ja. Und einmal Autofahren ohne Unfall bei mir. Das geht leider nicht. Leute, ich hoffe, ihr hattet heute wieder Spaß bei diesem Video. Da bleibt mir nichts anderes zu sagen. Ciao, Kakao. Club going up on a Tuesday.